Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Überblick. Wer das für die Tagesschau hätte, das in den Jahresrückblick reingekonnt. Herzlich willkommen. Ja, und wir haben auch immer noch keine Maske wie Klaus Kleber oder so. Ich sehe aus wie, als hätten wir keine Maske. Gut vom Self-Roast gerettet. War das nicht sogar damals, als wir mal bei 99:1 im Studio waren, dass wir gefragt wurden, ob wir nicht ein bisschen Puder haben wollen? Ja, aber da gab es auch keine Maske, also nur, falls ihr... Ja, nur Puder. Nur, dass ihr das nicht denkt. Aber ja. Ich glaube, es war schon Puder für auf die Haut und nicht für in die Nase. Oder ich bin mir... Ich weiß nicht, was Nadine uns so angeboten hat. Naja, egal. Auf jeden Fall schön, dass ihr am Start seid und... Herzlich willkommen zum Überblick. Wir haben heute wieder einiges vorbereitet, meine Lieben. Ich muss immer noch drüber nachdenken, würde zumindest Nadims Workload erklären, dass der Mann das so schafft. Respekt geht hier raus. Aber ja, zurück zum Überblick. Wir haben einige sehr große Themen heute, die wir besprechen wollen. Oh ja, und deswegen würde ich sagen, lass uns auch ohne Umschweife hineinstarten und mal gucken, was wir da vorbereitet haben. Und zwar reden wir nach längerer Zeit mal wieder über den Russland-Ukraine-Krieg. Weil, wie ihr wisst, gab es ja seit längerer Zeit einen wirklichen Stellungskrieg, wo sehr, sehr wenig passiert ist an der Front. Und dementsprechend ja, war es jetzt auch nicht wirklich besonders interessant, darüber zu sprechen, was dort genau passiert, weil ja, es ging halt immer ein paar Meter zurück, ein paar Meter nach vorne und dementsprechend ging halt das alltägliche Sterben halt einfach weiter und das ist ja auch nicht sonderlich angenehm, da immer wieder drüber zu reden. Aber jetzt gab es tatsächlich, und das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, eine größere Veränderung der Situation. Und zwar gab es jetzt einen Angriff von der Ukraine auf russisches Territorium und nicht nur so, wie man das jetzt in den vergangenen Monaten mal hatte, dass ab und zu halt kleinere Verbände in russisches Gebiet vorgedrungen sind, um dort dann einmal ein bisschen Unruhe zu stiften, sondern tatsächlich wurde ein größeres Gebiet angegriffen. Und ich mag euch das jetzt einmal zeigen anhand hier dem Format von Macronomist heißt das. Das ist ein YouTube-Kanal, den ich euch sehr empfehlen kann. Das ist ein Format, was ich halt schon länger verfolge, wenn man halt sich so angucken will, wie sich halt dann so ein jetzt speziell der Ukraine-Krieg halt fortentwickelt. Also auch beim Gaza-Krieg hat er, glaube ich, darüber berichtet. Aber der bringt dann jeden Tag halt tatsächlich so eine Verschiebung der Frontlage. Und ihr seht hier eben in diesem roten Gebiet, das ist letztendlich das Gebiet, was Russland bisher annektiert hat. Hier oben sind noch so zwei kleine rote. Und dann geht er halt hier immer so rein und zeigt halt, wie im Verlauf die Frontentwicklung war. Falls ihr euch das direkt fragt, also er gibt sich immer sehr viel Mühe, halt die gesamte Quellenlage halt so dann immer zu werten nach ukrainischen und russischen Quellen. Und jetzt gab es halt eben hier die letzten Tage halt eben eine tatsächliche Frontverschiebung im Sinne der Ukraine. Das ist ein sehr, sehr, ja, wirklich abgefahrenes Ereignis, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen eigentlich erlebt, wie die Russen halt sehr stark vordringen konnten in die Ukraine und wirkliche Geländegewinne festmachen konnten. Also die Situation hatte sich tatsächlich insofern verändert, als dass es eben nicht mehr dieser reine Stellungskrieg war, wo nichts passiert. Und jetzt ist es halt so, dass die Ukraine anscheinend eine neue Taktik gewählt hat, indem sie jetzt halt nicht mehr einfach sich nur verteidigt, sondern halt sagt, okay, wir attackieren jetzt halt Russland auf dem eigenen Staatsgebiet und probieren auch Gebiete selber zu erobern. Und das ist halt wirklich krass, weil die wurden da wohl ziemlich überrumpelt von dieser Aktion, obwohl davor gewarnt wurde. Und ihr seht das hier so ein bisschen, das ist halt... Das Vermutete, man muss es immer dazu sagen, speziell an der Frontlinie ist es jetzt noch sehr, sehr unklar, wie genau da die Entwicklung ist, weil es da nur russische Quellen gibt, weil die ukrainischen Quellen nicht berichten. Mhm. Also es kann sein, dass die ukrainische deutlich weiter vorgedrungen ist.
gab es, das ist halt die Entwicklung von einem Tag, ne? Also hier dieser gelbe Bereich und generell dieser gesamte Bereich, der hier erobert wurde, das ist innerhalb der letzten Tage tatsächlich geschehen und auch mit relativ wenig Widerstand, also so, dass halt die Ukraine da ziemlich durchrücken konnte. Ja, und das ist erstmal ein ziemlich, wie gesagt, einmaliges Ereignis innerhalb dieses Krieges und interessant darüber zu reden, was das jetzt bedeutet. Ja, ist ein absolutes Novum, ne? Also es gab ja Angriffe, soweit ich das weiß, auf russisches Staatsterritorium. Das wurde ja auch recht und breit berichtet, vor allem mit Drohnen wurde ja angegriffen. Das ist jeden Tag, genau. Beschuss, ja, ja. Teilweise ja sogar recht tief in russisches Territorium. Aber wirklich dieser Vorstoß und das Halten von russischem Territorium, das ist jetzt was wir so noch nicht gesehen haben. Ne? Genau. Und Benni, du schreibst schon, es gibt auch sehr viele russische Gefangene. Das ist eine Sache, dass halt es gab viel mehr ukrainische Gefangene bisher. Also Russland hat erheblich mehr Gefangene gemacht bisher. Und die Ukraine hat jetzt wohl auch viele russische Gefangene gemacht. Und das dürfte dann ein Aspekt dieses Vorstoßes sein, dass man halt auch mehr dadurch halt verhandeln kann, um eigene Gefangene wieder frei zu bekommen, im Austausch halt eben. Ja. Aber ein anderer Aspekt ist halt auch, dass man ja eine Verhandlungsmasse halt auch hat, ne? Also wenn es jetzt halt in der Zukunft dazu kommen sollte, dass es irgendwann nochmal Friedensverhandlungen in diesem wahnsinnigen Krieg halt gibt, dann gibt es halt eben ein Gebiet, was man auch eintauschen kann gegen eigene verlorene Gebiete. Das dürfte ein weiterer Aspekt sein, warum die Ukraine das macht. Insofern man das halten kann, ne? Insofern also, man das halten kann, ja klar. Da, wo das jetzt passiert ist, im Norden, das ist ja sogar eigentlich, glaube ich, eine recht stabiler Abschnitt immer gewesen. Das war ja auch, wo man den russischen Vorstoß am Anfang sehr schnell zurückgestoßen hat. Ja. Aber ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich möglich sein wird, das auf Dauer so zu behalten. Ich denke, was immer natürlich ein Faktor ist, ist auch einfach die starke psychologische Wirkung. Ja. Und sowas, selbst wenn es jetzt kein schwerer Schlag irgendwie gegen infrastrukturelle Versorgungslinien oder tatsächlich strategischen Vorteil jetzt durch das Vordringen darauf, wenn man dann Waffen dort gut positionieren kann, habe ich zumindest auch so mitbekommen von Leuten hier aus der Diaspora, die mir so ein bisschen dann auch von ukrainischem Twitter und so dazu dann Sachen gezeigt haben, dass das einfach sehr, sehr stark von den Leuten gefeiert wird. Ja. Und auch viel Witze irgendwie in die Richtung gemacht werden von, die Leute von Kursk sollten sich jetzt abspalten und dann in Kursk People Republic umbenennen und warum sollte man das jetzt nicht mal da irgendwie gründen? Ja, genau. Ich glaube, da gibt es sicherlich sehr viel lustigen Content auch dazu. Aber das ist natürlich bei sowas immer ein großer Faktor. Und es ist eigentlich ist es eher makaber als lustig natürlich. Das ist ja mit all den Sachen, die in so einem Krieg eigentlich passieren. Aber das ist ja einfach naheliegend, dass Leute, vor allem da, die mit sowas alltäglich konfrontiert sind, einfach einen ganz anderen Umgang zu sowas entwickeln. So. Ansonsten wird natürlich auch weiter darüber spekuliert, was die Ukraine jetzt will und was das soll. Also ich habe auch zum Beispiel von so einem deutschen General halt gehört, der ist halt ziemlich, also der findet das halt jetzt nicht so geil. Der sagt halt irgendwie so, es hat halt keinen Sinn. Also im Prinzip wird Russland das wahrscheinlich ziemlich schnell eindämmen können und die Ukraine braucht halt die Kräfte, um sich halt zu verteidigen an den Angriffslinien von Russland. Und das ist halt eine PR-Show, um halt einfach genau für die Diaspora und für die eigenen Leute und auch für die Geldgeber irgendwie so zu zeigen, hier, guck mal, wir können auch was reißen. Und weil es ja gerade wirklich sich die Ukraine auf dem Rückzug befand, einfach so ein moralischer Push auch für die eigenen Truppen. Aber naja, bisher funktioniert, also der meint halt dann zum Beispiel auch, dass es halt nicht so wäre, dass Russland überhaupt Truppen dahin entsenden muss, weil die genug Truppen eben in dieser Region, die halt drumherum ist, halt haben. Aber tatsächlich in dem Video wird auch darüber berichtet, dass heute das erste Mal, beziehungsweise gestern dann,
das erste Mal auch Truppen von anderen Frontverläufen abgezogen werden. Also das scheint in Teilen dann doch zu funktionieren, dass dann russische Truppen von der eigentlichen Kampflinie abgezogen werden müssen. Was ich mir auch noch dazu vorstellen kann, was sicherlich einfach für die Zukunft und auch für die ganzen politischen Implikationen davon spannend wäre, wäre sich dann auch mal anzuschauen, ja, wenn jetzt wirklich das Gebiet, wie gesagt, ich halte das für wenig realistisch, weil es ja auch ein großer Affront dann gegen Russland ist, ne? Aber wäre ja spannend mal zu sehen, wie schaut es denn, wie wird es denn jetzt eigentlich wirklich ausschauen, wenn so ein russisches Gebiet jetzt eine längere Kontrolle unter ukrainischer Besatzung wäre, weil das ja auch was ist, womit jetzt die russische Regierung sehr stark arbeitet, dass eben im Endeffekt dieses Bild aufgemacht wird. Ich hatte mich jetzt die Tage vor, auch nochmal so ein bisschen in so ein Rabbit Hole zu aktuellen russischen Medien jetzt während des Krieges begeben, wie diese ganzen Narrative darum gesponnen werden. Da hast du ja schon wirklich sehr viel Meinungsmache dazu, die wirklich sagen, ja, dass im Endeffekt alle russischsprachigen Leute vor Ort werden dann vor die Wahl gestellt, entweder ihr kommt ins KZ oder ihr lernt jetzt ukrainisch und Massenhinrichtungen, 1984 Militärdiktatur vor Ort. Da wäre es natürlich jetzt mal interessant, dann einfach zu schauen, wie wird sich das tatsächlich dann entwickeln. Kann ja auch sogar sein, dass es dann tatsächlich irgendwie auch für westliche Leute nochmal ein anderes Bild davon abgibt, je nachdem, was da passiert. Wobei ich nicht glaube, dass es so ablaufen wird, wie die russische Regierung das darstellt. Also ich meine, es gab halt natürlich auch von ukrainischen Einheiten Kriegsverbrechen. Ja, so. Nein, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Nein, nur natürlich ist diese Darstellung also absoluter Mumpitz in diesem Ausmaß jetzt, dass irgendwie der Faschismus errichtet wird in allen Gebieten, die man jetzt anfängt zu kontrollieren. Und das kann man ja an der Stelle auch schon mal sagen, auch wenn natürlich beide Narrative, das ist ja wohl recht offensichtlich, wie wir zum Ukraine-Krieg stehen, da haben wir auch schon sehr viel für abbekommen, ist es ja offensichtlich, dass bislang das, was wir von westlicher Seite dazu sehen, realistischeres Bild davon zeichnet, wie Ukraine, Russland gegenseitige Besatzung und Übernahme sich darstellen wird, als wie die russische Seite das rechnet. Interessant finde ich trotzdem halt den Aspekt, dass es ja schon halt auch aus einer linken Perspektive von den Leuten, die jetzt auch die Ukraine sehr stark verteidigen und sehr stark sagen, so, wir müssen uns da voll für einsetzen und so weiter, und dass die Ukraine sich verteidigt, so, das ist ja jetzt halt klar, es findet statt in diesem Verteidigungskrieg, den die Ukraine führt, aber es ist halt eine konkrete Landnahme von jetzt halt auch Russland, wo jetzt halt auch tausende Menschen halt fliehen, ne? Aus der Region sind halt tausende Menschen halt, tausende Russen dann halt geflohen, um dem halt zu entgegnen. Also es hat jetzt halt aufgehört von der ukrainischen Seite, dass es eine reine, einfach nur komplett defensive Strategie sozusagen ist. Ja, da kann man sicherlich dann auch, worauf Linke sich dann ja auch stark beziehen, sind natürlich so Fragen von rechtlichen Implikationen davon. Ne? Mhm. Das ist ja häufig dann eine starke Basis. Natürlich auch sowas Moralisches, von wegen, das ist ja jetzt auch ein Angriff auf fremdes Staatsterritorium aus einer staatsidealistischen Sicht. Ich persönlich würde das jetzt einfach daran werten, also ja, wenn ein Staat einen anderen angreift und lange Gebiet unter Besatzung hält, dann ist meiner Meinung nach jetzt zumindest recht boniert, sich da irgendwie hinzustellen und dann ethisch mit dem Zeigefinger zu erheben von was machst du denn jetzt da? Ja, nur als Zusatz. Absolute Schweinerei. Ich wollte es nur als Zusatz erwähnt haben. Und vielleicht noch eine Sache zum Abschluss. Und zwar wird jetzt halt viel darüber berichtet, dass das Ziel, das sieht man jetzt halt hier nicht mehr so gut, aber dass das Ziel dieser Operation hier diese Stadt Kursk ist, was dann ja auch, glaube ich, die Hauptstadt von dieser Region halt ist, weil es gibt eben ein Atomkraftwerk in der Nähe von Kursk, und das wird halt so ein bisschen spekuliert, ob das Ziel der Ukraine ist, bis jetzt dahin halt vorzurücken, um dann dieses Atomkraftwerk im Beschlag zu nehmen und es gegen irgendein anderes einzutauschen, was auch von den Russen erobert wurde, von der Ukraine. Na, da gab es ja immer wieder Nachricht zu. Naja, sieht noch nach einem ganzen Stück Arbeit aus. Ja, aber das sind auch erst, also wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es realistisch. Aber es wird wahrscheinlich nicht so weitergehen. Aber das sind halt wirklich ein paar Tage, ne? Also das ist solche Geländegewinne hat halt Russland fast den ganzen Krieg noch nicht gehabt.
Das muss man halt auch dazu sagen, das ist halt schon abgefahren. Ja, außer am Anfang. Außer ganz am Anfang. Ja. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Da werden wir sicherlich in anderen Überblicken nochmal drauf zurückkommen, uns anzuschauen, wie steht es um die Volksrepublik Kursk. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem nächsten Thema. Und das sind die ja vielfalls beachteten, ja, eigentlich so ein kleiner Aufstand, so rechtsradikaler Aufstand in Großbritannien. Und da hören wir jetzt erstmal in hier das Video rein. Da geht es halt vor allen Dingen jetzt um die Proteste, die jetzt die letzten Tage aufgekommen sind gegen diese rechtsradikalen Aufstände. In Großbritannien hat sich eine große Gegenbewegung formiert. Tausende Menschen sind am Mittwoch auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Faschismus zu demonstrieren. So wie hier in der Hauptstadt London. We're not gonna let fascists, we're not gonna let racists and the far right march here. Yeah, that's basically why I'm here. Well, my parents' generation went through great sacrifices to fight against fascism from Germany. And it started off with small groups on the streets attacking immigrants or, in those days, Jews. Now, the same types of people are on the streets in this country. It's absolutely disgraceful. Zuvor hatten sich rechtsradikale Gruppen tagelang gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert und Asylbewerberheime angegriffen. Hintergrund war ein Messerangriff in der Küstenstadt Southport, bei dem am 29. Juli 3 Kinder getötet und 10 weitere Menschen verletzt wurden. Im Internet kursierten schnell Falschinformationen, denen zufolge es sich bei dem Angreifer um einen muslimischen Asylbewerber gehandelt habe. Die Polizei erklärte jedoch, dass der mutmaßliche Täter ein 17-Jähriger sei, der in Wales geboren wurde. Britischen Medien zufolge stammen die Eltern des Mannes aus Ruanda. Auch in Liverpool gingen nun Menschen auf die Straße. Die Großstadt liegt rund 30 Kilometer von Southport entfernt. Landesweit hatte die britische Regierung rund 6.000 Polizisten von Spezialeinheiten in Bereitschaft gestellt, um auf die etwa 100 angekündigten Demonstrationen von rechtsradikalen Gruppen und Gegendemonstranten vorbereitet zu sein. Die vielen Menschen, die sich gegen Rassismus stellten, hatten eine klare Botschaft in Richtung der Rechtsextremen. I mean, you got to take a stand, otherwise they're going to get away with it. You got to show that it's wrong. That's it at the end of the day. It is wrong, so you got to say it. We don't want an exclusive society where certain people are always going to be marginalized, where certain people are always going to be feeling a threat if they go into town or into another area where their people don't exist. Entsprechende Sorgen machen sich in der muslimischen Gemeinschaft in Liverpool längst breit. Diese Moschee hat ihre Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren mit verbarrikadierten Eingängen und patrouillierenden Polizisten. But seeing the events that have just taken place in the city of Liverpool, and not just the city of Liverpool, but in the UK as a whole, it's really scary seeing the people rioting, looting the shops. Aber die muslimische Gemeinschaft erfährt gerade in diesen Tagen auch viel Unterstützung. We have our neighbours saying, I'll do your shopping. Spoke with a wonderful woman who said, Seba, I'll come, whatever you need, whatever anybody else who's feeling isolated right now needs, we will come and support you because we know. And we know that it's hard for you to go and protest and demonstrate and it's not safe for you, but we will do that for you. Also das ist natürlich immer wirklich dann auch sehr schön zu sehen, wenn es dann im Zuge von so ja, interethnischen Spannungen dann übergreifende Solidarität gibt. Ja,
Man muss das Ganze natürlich auch wirklich in diesem größeren Kontext von wirklich, wie du es gesagt hast, einem rechtsradikalen Aufstand eigentlich verstehen. Und ich würde das auch gar nicht mal so kleinreden, von wegen, es ist ein kleiner Aufstand. Es hat jetzt vielleicht nicht die gleiche Dauerhaftigkeit wie andere große Widerstandsbewegungen, militante Widerstandsbewegungen in Großbritannien das hatten. Aber es ist schon so, dass diese Aufstände sich jetzt wirklich über einige Tage und auch über ganz Großbritannien gezogen haben. Ja, das ist echt heftig. Also das hatten wir wirklich in England, ich weiß gar nicht, ob es in Wales selber war, aber auch in Nordirland, in Belfast gab es das, wo sich auch loyalistische Paramilitärs mit dran beteiligt haben. Das ist ja immer nicht alles hundertprozentig durchsichtig. Und wie die es gesagt haben, das geht eben vor allem darauf zurück, dass es eben diesen ja wirklich furchtbaren Messerangriff gab durch eben diesen Jungen aus Wales, aus Cardiff mit ruandanischen Eltern. Und daraufhin hat ja die English Defence League unter anderem mit ihren Öffentlichkeitskanälen auch noch andere rechtsradikale Gruppen wie beispielsweise Patriotic Alternative und auch Tommy Robinson, der führende Kopf von der English Defence League und so einer der wichtigsten Rechtsradikalen in Großbritannien, eben diese Nachricht verbreitet, dass die Tat durch einen illegalen Einwanderer, der erst vor kurzem in Land war, mit islamischem Background begangen wurde. Ja, und das ist halt diese Absurdität dessen, dass es dann halt einfach so eine Lüge war und dann halt, der Hintergrund ist, ich glaube, ist sogar christlich halt von dem... Ja, das ist ein christlicher Jugendlicher, also mit christlichem Hintergrund. Genau. Ja, das zeigt das halt auch einfach, wie diese Instrumentalisierung von sowas, um dann halt wirklich diese rassistischen, teilweise ja bis ins Pogromartige hineingehenden Ausschreitungen loszulösen. Das ist halt diese Abartigkeit davon nochmal, ne? Ja, also man muss das auch so sehen in dem Kontext von der radikalen Rechten im Vereinigten Königreich. Die ist halt einfach primär islamfeindlich geprägt. Mhm. Also es gab auch andere größere Wellen. Wir hatten ja diese Phase von fremdenfeindlicher Gewalt gegenüber Polen. Gerade im Zuge von dem Brexit, dem ganzen Kampf rund um Brexit, da ging es auch sehr, sehr viel um Osteuropäer. Aber was sich so wirklich durchzieht, ist, dass es weggegangen ist von einer Fokussierung beispielsweise auf schwarze Einwanderer aus der Karibik oder auch dann noch auf Hindus oder Sikhs, was es früher dann auch noch mal gab, hin zu wirklich einer starken Fokussierung auf Muslime als dem Hauptfeind. Nicht, dass diese Leute jetzt nicht häufig gleichzeitig mehrfache rassistische Einstellungen teilen oder dass die Leute jetzt jedes Mal, wenn sie da einen fremdenfeindlichen Übergriff auf der Straße irgendwie machen, versuchen jetzt einen Hindu von einem Muslim zu unterscheiden und dann einfach sehen, der sieht irgendwie südasiatisch aus, South Asian, und dann wird er eben angegriffen. Aber dennoch ist diese Fokussierung sehr stark da drauf und deswegen gibt es halt auch bei den Protesten diesen starken Fokus darauf, neben eben dem Angriff auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Moscheen. Mhm. Und da ist es dann auch, wo man jetzt wirklich so diese pogromartigen Szenen dann hatte von den Angriffen auf Moscheen oder islamische Zentren. Ja, Michi, also klar, grundsätzlich sind diese Dynamiken schon ähnlich immer, weil das ja ähnliche Ausgangspunkte sind, worum es geht, aber es ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Wir haben halt nicht annähernd so eine starke Dynamik. Also sowas in dem Ausmaß, wie das jetzt in Großbritannien passiert ist, sowas haben wir seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gehabt. Das ist halt, also vor allen Dingen in der Fläche, das ist ja auch der Punkt. Also, dass es mal halt an einzelnen Stellen auch immer wieder zu so größeren Demonstrationen und auch mal Ausschreitungen und so gekommen ist, was hat es immer wieder im Laufe der Jahre gegeben, gegen auch Geflüchtetenunterkünfte und so. Aber in der Breite hat es das in Deutschland einfach tatsächlich nicht gegeben, so seit den 90ern wahrscheinlich. Ja. Also da würde ich auch sagen, da gibt es eben einige sehr signifikante Unterschiede. Ja. Das eine ist eben so die Militanz und die Gewaltbereitschaft so dieses rechtsradikalen Milieus, weil wir haben hier natürlich auch eine Geschichte von Neonazi-Terror und Terrornetzwerke, die sich bis heute ziehen. Das hat man in Großbritannien auch so.
Es wird jetzt beispielsweise auch darüber geredet, ob die Neonazi-Terrorgruppe Atomwaffendivision und die damit verbundenen anderen kleinen Grüppchen, Zirkel, die haben ja auch Verbindungen in neonazi-satanistische Netzwerke, ob die auch mit daran beteiligt waren. Aber der größte Teil sind wirklich diese, diversen, unterschiedlichen, stark zersplitterten rechtsradikalen Gruppen. Weil Deutschland ist beispielsweise auch viel mehr auf größere Organisationen fokussiert, auch mit dem Ende dieser ganzen klassischen Kameradschaftsstrukturen, als wie es jetzt in UK ist. Da hast du eine große Zersplitterung der radikalen Rechten und du hast halt da auch eine viel stärkere Verbindung auf der Straße mit eben Fußball-Hooligan-Gruppen, also den ganzen Football-Firms, die es noch gibt. Da gibt es natürlich auch unpolitische, auch welche, die einfach klassisch so Working-Class-Culture vertreten oder die auch links sind. Es gibt auch sehr, sehr viele, die sich dann auch so gerade in den 10er-Jahren an diesen modernen rechtsradikalen Gruppen angeschlossen haben, auch wenn es diese Verbindung natürlich früher gab. Das wäre vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit dem, was wir wirklich einmalig zum Beispiel dann mit Hogesa-Hooligans gegen Salafisten in Deutschland gesehen haben, wo es einmal wirklich diese großen Ausschreitungen in Köln gab. So muss man sich das da vorstellen, nur dass das bei Protesten eben von dem Militanzniveau viel üblicher ist. Ja, und auf einem völlig, also auch die Ausschreitungen dort waren auch auf einem völlig anderen Level als das, was wir in Deutschland jetzt da gesehen haben. Also auch bei Hogesa war das halt nicht vergleichbar. Und ich denke, was halt vielleicht, also um das teilweise erklären zu können, warum das jetzt in Großbritannien passiert, warum wir vielleicht, wie das Ed Cameron schreibt, vielleicht 4-5 Jahre hinter diesem Zustand hinterher sind, ist auch, dass es einfach eine so starke, da haben wir auch schon mehrmals jetzt im Podcast drüber geredet in den letzten Jahren, einfach eine so krasse Verelendung von den Massen halt gibt in Großbritannien. Und ich glaube dann, das spitzt halt einfach materialistisch gesehen diese Zustände, in denen sich dann die Menschen befinden und in was für einer Anspannung die Gesellschaft halt auch steht, nochmal erheblich zu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einer der Wesensgründe ist. Also es wird noch weitere geben, aber das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Ja, also das ist super wichtig dafür. Das ist auch tatsächlich, weil man darf das nicht so verstehen, dass es nur eben diese reinen Ausschreitungen gab. Es gab tatsächlich von rechts auch viele reguläre, nicht militante Proteste rund darum, was jetzt nicht so stark berichtet wird. Und wenn da die Leute darüber reden, da gibt es auch ganz viele, die eben sagen, das Problem, was ich habe hier, wir werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Die Geflüchteten kommen, die haben sicheren Anspruch auf Unterbringung. Ich habe so viele in meiner Familie, die einfach keine Wohnung mehr bekommen, weil der Wohnungsmarkt in Großbritannien wirklich trotz einem niedrigeren Lohnniveau, trotz einem niedrigeren Lebensstandard viel, viel krasser ist, dass es viel schwieriger ist. Aber ich glaube, was man halt nicht dabei vergessen darf, und das ist beispielsweise auch was jetzt von linken Medien gar nicht so stark angesprochen wird, es gibt auch rund um eben Kriminalität mit Migration einfach einen viel stärkeren Diskurs in Großbritannien, weil es eben so große Fälle gab, wie beispielsweise in Birmingham oder in Rotherham, diese Kindesmissbrauchs- und Zwangsprostitutionsringe von eben südasiatischen Migranten, primär eben pakistanischer oder bangladeschisch, nee, oder aus Bangladesch, von der Herkunft her, wo es halt, ich glaube, an die 1000, also über 1000 Fälle gab von Mädchen, die eben aus das ist heftig. Ja, so weißen Working-Class-Hintergrund kamen. Und das ist halt auch was sehr, sehr stark so im Bewusstsein der Leute drin ist. Und dazu kommt natürlich jetzt auch noch dieser, was es auch in Großbritannien gibt, dieser starke Anstieg von Messergewalt. Das ist auch was in Deutschland viel diskutiert wird, was du auch in beiden Fällen statistisch halt sehen kannst. Und das muss man natürlich auch in dem Kontext sehen. Das ist, ich glaube, aus einer linken Perspektive macht man es sich sehr schnell, sehr einfach, wenn man sagt, dass alle Probleme der Leute und interethnische Spannung einfach nur darauf zurückzuführen sind, ja, wenn alle irgendwie ein Haus hätten und einen guten, sicheren Job, dann wäre es gelöst. Das ist ein sehr wichtiger Faktor dabei, aber ich glaube, dass wirklich diese tatsächlichen Sicherheitsfragen und auch diese Fragen von interethnischen Beziehungen da mitgedacht werden müssen, weil gerade in Großbritannien diese interethnischen Sachen und diese Idee von
Organisation in der eigenen Community und starke Begrenzung auf die eigene Community einfach noch eine viel größere Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall, Michi. Ist halt nur immer wichtig, dann halt, weil deutsche Linke sehr schnell dazu neigen, halt immer so zu tun, als wäre Deutschland so der größte Hort von Rassismus und Faschismus und hier ist immer alles nochmal 10% schlimmer als sonst im Rest der Welt und hier kann man halt ganz gut sehen, dass halt die Qualität dieser rassistischen Ausschreitungen in Deutschland einfach lange Zeit jetzt für jetzt Jahrzehnte unerreicht ist und dass man das dann schon noch so benennen muss, um diese Qualität zu unterscheiden. Was ich noch interessant fand jetzt auch, was es in den letzten Tagen jetzt gab, ist, dass es halt auch so eine migrantische Selbstverteidigung gab. Das haben wir jetzt in dem Video nicht gesehen, aber da das dann halt auch aus den Vierteln halt sehr große Verbände von migrantischen Leuten halt, die sich die Straße genommen haben und dann halt, nachdem es halt diese Aufrufe wieder von Rechten gab, dann halt dagegen mobilisiert haben, um sich dann dementsprechend halt verteidigen zu können. Das fand ich auch eine sehr interessante Entwicklung, die ich in der Qualität auch selten irgendwo gesehen habe, muss ich sagen. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal wieder das, was so ein bisschen für diesen Community-Aspekt, ich glaube, kommunitäre, da gibt es tatsächlich recht viel auch Theorie dazu, wo sich dann die britische Regierung selber drauf bezogen hat, als so ein Ansatz, um eben in verschiedene Communities reinzuwirken. Und das ist da schon recht stark, dass wenn die Leute dann eben dazu aufrufen, hier Jugendliche aus unserer Community, ihr müsst die Moschee schützen, müsst ihr euch da vorstellen, dann folgen halt auch viele dem Ruf. Und da hatte man tatsächlich einige sehr eindrucksvolle Szenen zugehabt und das ist natürlich auch einfach eine gute Sache, wenn die Leute sich dann zusätzlich, ist natürlich traurig, dass das gemacht werden muss, aber es ist natürlich schön, wenn die sich da selber schützen. Es gibt ja auch einfach jetzt eine anhaltende Mobilisierung auch aus der Palästina-Solidarität, das sieht man ja auch, dass sich sehr viele Leute darauf beziehen. Tatsächlich bei dem größten Fall, ich weiß gar nicht mehr, ich meine, das wäre auch in Birmingham gewesen, wo es diesen größten Fall von Selbstverteidigung gab, aber mag man mich jetzt korrigieren. Da gab es dann tatsächlich auch Übergriffe einfach auf so einen weißen englischen Pub. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau, weil eben gedacht wurde, das sei jemand, der sich an den Ausschreitungen beteiligt hat, der wurde dann verprügelt und es wurde dann als Video veröffentlicht. War natürlich dann auch großes Futter für die Rechten. Da hat sich dann rausgestellt, dass es wohl nicht so gewesen war. Und tatsächlich war es dann auch so, dass dann die lokalen Imame und Geistlichen sich dann zu dem Pub gegangen sind und sich dann für die Community entschuldigt haben. Ja. Sowas ist natürlich dann auch irgendwo gesehen so ein Vorteil von diesem kommunitären Ansatz, dass man dann auch einfach dieses Verantwortungsbewusstsein dann einfach für die lokale Community hat. Und das ist dann irgendwie das Gefühl von Ansprechpartnern dazu gibt. Aber ich finde es auch nochmal wichtig, bei diesen ganzen Sachen dann festzustellen, wenn es um diese Sicherheitsfragen geht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich auch als radikale Linke diesen Fragen einfach widmen muss, weil das ist einfach eine Sache. Wir werden diese Zunahme von interethnischen Spannungen, auch diese Zunahme von rechtsradikalen und rechten Ausschreitungen und auch einfach eine Stärkung der radikalen Rechten und konservativen Kreisen sehen, weil es einfach mit zunehmender Migration, das ist einfach, das kannst du aneinander linken, das wird einfach auch zu einer Zunahme von Sicherheitsproblemen und Kriminalität führen. Nur die Sache ist halt, wenn man sich das anschaut, die radikale Rechte hat ja keine guten Antworten darauf. Nee. So, sie hat so gesehen Antworten darauf, wenn sie implementieren würden, könnten sie vielleicht sogar diese Probleme mit halt gigantischen Kosten für eine Gesellschaft lösen. Aber die Sache ist die, wenn man sich das anschaut, was diese Leute da machen, ist ja wirklich einfach weiterhin Keil zwischen die Leute und zwischen die Communities zu treiben, die ja einfach ein geteiltes Interesse an eben der Verhinderung von diversen Straftaten haben. Und in dem Fall ist es ja auch einfach so, dass das daran aufgeladen wird, an einem Fall, der eigentlich mit diesen Communities auch und ihren Problemen gar nichts zu tun hat. Und wie es bislang scheint, nicht einen politischen Hintergrund oder irgendwas hatte, sondern sehr vermutlich auf psychische Probleme bei dem Täter zurückzuführen ist. Und was auch noch natürlich interessant ist, was man dem dann entgegenhalten kann, ist, dass diese Ausschreitung ja auch völlig willkürlich sich auch gegen Weiße halt gerichtet haben. Es gab ja auch diverse Plünderungen, zum Beispiel von Geschäften,
Weil es dann da, weil das einfach dann eine Bibliothek angezündet, glaube ich, noch. Also nein, der abgefucktesten Viertel von UK so. Es wird ja auch nicht durch dadurch Sicherheit jetzt geschaffen, was diese Leute da machen, sondern im Prinzip hat das jetzt halt zu einer Welle von extremer Kriminalität geführt, die so. Ja, so kann man, so muss man es natürlich auch sehen. Das ist ja auch tatsächlich was, wo sich dann recht viele, wenn du dann einfach auch diese Interviews, und das ist, glaube ich, eine der schönsten übergreifenden Kräfte, muss man auch sagen, in UK, was viel, viel stärker ist als, wie wir das hier kennen, wirklich politisierten, community-übergreifenden Gewerkschaftsbewegungen. Mhm. Und auch, die beispielsweise dann für Mieterrechte einstehen, sowas gibt es ja dann auch. Oder wirklich für diese unterschiedlichen ökonomischen Gründen, da gibt es wirklich ein sehr, sehr starkes Klassenbewusstsein in vielen Teilen vom Vereinigten Königreich. Und da hast du halt wirklich viele Leute, die dann auch so gesagt haben, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dass ihr, ja, wir kümmern uns auch um Sicherheit, aber ihr seid einfach nur hier und ihr zündet irgendwelche Bibliotheken an, greift irgendwelche Leute an und seid faltet euch wirklich so wie hinterletzten Barbaren. Aber das ist dann vielleicht zum Abschluss das, was uns dann auch Hoffnung machen muss. Ich finde, man sieht es auch bei den Bildern und bei allen diesen Protesten, die man jetzt immer so sieht. Es ist halt nicht wie so oft in Deutschland, wenn Sachen passieren, dass dann halt tatsächlich dass einfach das Bürgertum auf die Straße gegen rechts geht und überwiegend weiße Menschen auf die Straße gehen gegen rechts, sondern man sieht es halt wirklich bei den Demos. Es ist halt ein ganz bunter Mix von Leuten. Also es repräsentiert halt tatsächlich die breiten Teile der Gesellschaft von der Diversität her. Und das ist halt was uns Hoffnung machen muss, dass einfach unsere Klasse dann auch in diesem antifaschistischen Kampf über dann auch diese starke gewerkschaftliche Verankerung und die Community-Verankerung dort nochmal dann halt ja mehr zusammenfindet, mehr zusammenrückt und das halt zum Anlass nimmt, um ja, sich da entschlossen gegen zu wehren. Ja, das ist halt wirklich das Wichtigste. Und ich glaube, da kann man zu einem gewissen Grad auch wirklich von UK lernen. So, es muss halt einfach gruppenübergreifend sein. Ja. Und es muss aber auch ein Kampf sein, der sich nicht einfach nur, und das ist ja auch was wir heute so stark im liberalen Antifaschismus sehen, einfach nur gegen rechts wendet, sondern eben eigene Antworten auf soziale Fragen, auf Sicherheitsfragen bietet. Aber eine Sache möchte ich vielleicht noch anmerken, die ich gar nicht mal so uninteressant daran fand. Und zwar gab es auch internationale Reaktionen darauf. Mhm. Natürlich eben das, was viel besprochen wurde, dass Reisewarnungen von südasiatischen und südostasiatischen Ländern für Großbritannien gemacht wurden wegen der starken rassistischen Stimmung. Aber was ich recht interessant fand, war, dass sich auch Russland und Belarus dazu geäußert haben. Und zwar war es so, dass Belarus hat sich dazu geäußert und hat gesagt, man wünscht den Polizisten sehr viel Erfolg bei der Niederschlagung des Aufstandes und weil es ja auch tatsächlich, Ed Cameron hat es so angesprochen, als wäre die Polizei total soft gewesen. Es gibt tatsächlich auch einige Bilder dazu und auch sehr viel Vorwurf, dass es zu starker Polizeigewalt davon kam, gerade gegen teils sehr junge, und das muss man ja auch sagen, es gab einige sehr, sehr junge Protestler dort, dass Belarus eben sagt, dass sie das absolut richtig findet, wie die Polizei sich verhalten hat, so nach dem Motto, schlag bitte auf diese Schweine nochmal stärker drauf. Und Russland hingegen hat sich eben dazu geäußert und hat gesagt, dass sie verurteilen, wie stark die UK gegen ihre eigenen Bürger in einem Volksaufstand mit Polizeigewalt vorgeht und dass man da mal wieder sieht, wie der Westen hier versucht, eben Widerstand im eigenen Land niederzuschlagen und so, dass man den Protestlern alles Gute wünscht. Vielleicht könnte man sagen, dass Belarus, obwohl es ja eigentlich immer der, wie sagt man, Satellitenstaat Russlands sein soll, da ein bisschen ausschert, weil man eigene Erfahrungen mit einem Volksaufstand gemacht hat. Das ist, das ist wieder fand so ich vielleicht einfach noch eine nette Anekdote zum Schluss. Ja, so richtig wieder, wir leben in einer Simulation-Style. Ja. Gut. So viel dazu. Dann würde ich sagen, lass uns weitergehen. Und zwar gucken wir etwas weiter weg auf der Welt nach Bangladesch. Und zwar hat es dort einen Sturz der Regierung gegeben durch das Volk. Und da gucken wir mal rein hier in diesen kurzen Bericht.
In Bangladesch ist die Ministerpräsidentin Sheikh Hasina zurückgetreten. Am Morgen hatten regierungskritische Demonstranten ihren Amtssitz gestürmt. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie tausende Menschen in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dakar eindringen. Die Regierung. Es gibt nichts Besseres als immer diese Aufnahmen. Das haben wir auch in manchen anderen Ländern jetzt in den letzten Jahren schon gesehen. Sri Lanka. Genau, in Sri Lanka. Präsidentenpool. Das gab es jetzt, glaube ich, auch in Bangladesch. Ja. Wie dann so das einfache Volk sich halt irgendwie den Präsidentenpalast halt plündert und dann halt dann gab auch jetzt Bilder aus Bangladesch, weiß nicht, ob das jetzt noch gezeigt wird, wo dann halt da irgendwie so ein Buffet für die aufgebaut waren und die auch noch das Essen dann halt so dann halt untereinander aufteilen und essen und so und sich dann so die Handtaschen irgendwie grappen von der Präsidententochter und was weiß ich. Das ist immer so geil dann. Die Regierungschefin hatte diesen offenbar zuvor verlassen. Die Demonstranten werfen ihr vor, das Amt zu missbrauchen und Regierungskritiker zu unterdrücken. Als Reaktion auf diese Proteste wurde eine Ausgangssperre verhängt und das Internet im gesamten Land abgestellt. Bei den Protesten wurden mindestens 300 Personen getötet. Ja, das ist ja wirklich recht kurze Einführung noch dazu. Ja. Diese Proteste haben sich ja sehr stark eben einmal anhand von so der längeren politischen Landschaft von Bangladesch entzündet, aber auch eben einem ganz konkreten Wiedereinführung von eben einem Quotensystem. Das war das, was eigentlich so die Proteste stark ausgelöst hat. Und zwar ging es dabei darum, das war so ein System, was immer wieder mit unterschiedlichen Quoten in Bangladesch Bestand hatte. Dabei geht es eben darum, dass unterschiedliche Gruppen innerhalb der Gesellschaft Bangladeschs präferierten Zugang zu beispielsweise Regierungspositionen haben sollen oder auch Staatsstellen. Und das sind eben einmal beispielsweise geschlechtliche Minderheiten. Also ich glaube, die haben das als Third Gender, Leute, die weder als männlich noch weiblich einkategorisiert werden. Ich glaube, da geht es aber tatsächlich recht häufig auch einfach generell um Transfrauen beispielsweise. Leute, die Angehörige ethnischer Minderheiten sind, aber eben, und das ist eigentlich auch mit das Wichtigste bei diesem Quotensystem, die Kinder von Veteranen aus dem Bangladesch, ich weiß gar nicht, was das Adjektiv ist, von Bangladeschisch. habe ich heute irgendwie so einen Zungenbrecher mit, aber Angehöriger des Unabhängigkeitskriegs von Bangladesch, wozu beispielsweise dann auch die Familie von Sheikh Hasina gehören würde oder auch andere. Weil es ist so, dass ich weiß gar nicht, wie viel du zur Geschichte Bangladesch so. Wenig, sehr wenig. Bangladesch war ja mal Teil von Pakistan. Das war eben zusammengefasst nach der indischen Unabhängigkeit als Westpakistan, Ostpakistan und bangladeschischen, ja, es könnte schon sein, wie pakistanischen. Bangladeschi. Bangladeschianischen. Ja, viele gute Vorschläge. Ich versuche einfach das Wort ab jetzt zu vermeiden. Im weiteren Verlauf dieses Projektes. Naja, und eben Ostpakistan, das was heute Bangladesch ist, hat sich dann eben von Westpakistan zwar politisch, ökonomisch benachteiligt, hat sich dann eben in einem Unabhängigkeitskrieg davon losgesagt, beziehungsweise in mehreren Konflikten, wenn man so will. Und bis heute ist es so, dass die Nachfahren eben von dem inneren Kreis dieser Unabhängigkeitskämpfer die politische Landschaft bestimmen. Und das sind tatsächlich auch die zwei Frauen, das muss man sagen. Man könnte ja jetzt ja auch einige Tränen weinen, weil ein Girlboss hat sein Amt verlassen. ich glaube, die eine der am längsten regierenden Präsidentinnen, so, Sheikh Hasina. Und es ist aber so, dass tatsächlich in Bangladesch eigentlich die ganze Zeit ein politischer Machtkampf zwischen den zwei großen Frauen geführt wurde, nämlich einmal Sheikh Hasina und der Sia.
aus der anderen. Und es ist auch wirklich um die beide, so die zwei großen politischen Familien. Einmal eben über die Bangladeshi National Party von Zia und eben jetzt von Sheikh Hasina, das ist, glaube ich, die Awami League. Und die ist tatsächlich auch eher Mitte-Links, während die BNP, die jetzt die Opposition mit anführt, eben eigentlich eher nationalistischer, konservativer und vor allem ökonomisch liberaler, also neoliberaler geprägt ist. Und man muss das auch so sehen, diese ganze Oppositionsbewegung, die sich jetzt da zusammengefasst hat, das wurde jetzt von den Studenten mit angeführt, die sich dann eben gegen dieses Quotensystem gewehrt haben, was immer sehr stark umstritten war, weil auf der einen Seite wird das natürlich als Affirmative Action verkauft. Es wird gesagt, das hilft eben marginalisierten Gruppen, aber es geht natürlich auch sehr stark um eine Elitensicherung. Also für mich hört sich das so an, dass es halt, zum Beispiel was ich von Thailand, der Politik da kenne, da ist es auch irgendwie immer so, dass es halt grob zwei gesellschaftliche Gruppen gibt, wo sich immer wieder die Macht abwechselt. Und wenn die eine gesellschaftliche Gruppe, die halt mit dieser Partei dann verbunden ist, an die Macht kommt, dann verlieren halt einfach alle ihren Job, die halt davor halt eben in gewissen Ämtern und so weiter waren. Und dann gibt es halt auch immer krasse Aufstände, die sich dagegen wehren. Und das hört sich halt für mich halt auch so ein bisschen so an, dass halt dann einfach, ja, viele Leute, die halt mit dieser Politik, ich meine, es ist ja auch, glaube ich, schon ziemlich lange, dass jetzt halt die in der Macht ist. Und ich glaube, es ist, ne, mit Unterbrechung, aber. Ja. Genau. Und dass es dann einfach immer wieder zu diesen Aufständen gegen diese Privilegien kommt, die jetzt halt dann diese eine Partei halt für sich beansprucht. Wahrscheinlich wird jetzt, wenn es jetzt Neuwahlen oder was auch immer jetzt in Bangladesch passiert, ich glaube, das Militär hat ja jetzt eine Übergangsregierung, glaube ich, gebildet. Dann wird es ja dann vielleicht dazu kommen, dass diese andere Partei dann halt wieder in die Macht kommt und dadurch dann die halt ihre Privilegien dann halt ausspielen. Ja. Ja, ich meine, die mussten jetzt, glaube ich, nicht gegen dieses Quotensystem vorgehen, weil, wie gesagt, die ja auch größtenteils einfach doch die Familie aus eben dem Kreis der inneren Opposition stammen und tatsächlich auch, soweit ich das, also ich bin ja jetzt auch kein Experte irgendwie für die Geschichte Bangladeschs, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch eigentlich diese beiden Familien und auch diese, also es war natürlich alles noch nicht so klar ausdefiniert, diese großen politischen Organisationen oder die vorherigen Organisationen eben sehr stark dann auch während des Unabhängigkeitskriegs und im Zuge danach auch kooperiert haben. So, auch wenn sich da natürlich dann erst eine politische Landschaft entwickelt hat. Und was aber einfach vorgeworfen wird, ist einmal von gegenüber beiden Familien, gegenüber beiden Girlbosses, so dass sie den Staat autoritär umbauen wollten und auch sehr stark gleichzeitig Korruption befördert haben. Das ist tatsächlich auch was, wofür die SIA dann in den Knast gewandert ist. Also die soll, oder ich glaube, die wurde oder soll jetzt bald freigelassen werden, wurde jetzt von der Militärregierung eben verlautbart, was dann auch wieder genau das recht Interessante ist, weil sie dann eben die wieder führende Figur in der politischen Landschaft Bangladesch sein kann. Scheinbar kommen die nicht ohne eine Frau an der Spitze aus. Das ist sehr progressiv. Tatsächlich ist es aber... Man könnte noch die Angie ausleihen oder so als dritte Option. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, bei uns in Deutschland, da geht es auch eigentlich nur bergab, seitdem wir jetzt wieder einen Mann an der Spitze haben. das bleibt, glaube ich, sehr stark abzuwarten, weil von dem, wie ich das jetzt überblicken kann, ist das auch eine sehr diverse Opposition, die sich darunter versammelt. Also es, was hier eben vor allem stark berichtet wird, ist eben, dass Studentenproteste da sehr wichtig waren. Und das ist auch so, ne? Die Studenten waren die dann jetzt nochmal, vor allem nachdem es dann zu Toten eben bei diesen Anti-Quoten-Protesten kam, weil, wie gesagt, das war was, wo es sich wieder so stark daran entbrannt hat, dann auch zu etlichen Toten kam, wurde ja auch gesagt, eine hunderte Tote, es wurde auf die Demonstrierenden geschossen und das Militär hat ja, glaube ich, dann auch irgendwann gesagt, so ey, wir werden das jetzt nicht mehr, werden jetzt nicht mehr das System so beschützen, wir ziehen uns jetzt daraus. Es ist aber tatsächlich so, dass, wie gesagt, neben der Bangladeshi National Party von der SIA, die zwar immer marginaler geworden ist, aber immer noch eben, ja, kann man eigentlich so sagen, die zweitwichtigste Partei dann im Land ist,
sich wirklich diverse Gruppen dahinter jetzt versammelt haben. Mhm. Von linken Gruppen, die sich da eben eine Demokratisierung wünschen und auch gegen eben soziale Missstände aufstehen wollen, zu einfach liberalen Gruppen, die sich generell eine Demokratisierung einfach wünschen, ohne jetzt groß auf die sozialen Fragen zu gucken und sagen, dass sich da was Autoritäres entwickelt hat, hin zu diversen islamistischen Gruppen, die hoffen, dass einmal die BNP sie jetzt unterstützen wird. Und aber auch auf der anderen Seite, weil das tatsächlich auch so war, dass die BNP stärker von islamistischen Gruppen unterstützt wurde, während die Awami League auch viel Support von ethnischen Minderheiten hatte. Die aber auch gleichzeitig jetzt damit einfach eine säkulare Kraft beseitigt sehen und sich jetzt darin wehen, dort wieder im Aufwind zu haben und auch immer noch einen Hass auf die Nachkommen des Unabhängigkeitskrieges, weil es so war, dass damals die diversen islamistischen Gruppen in Ostpakistan nämlich sich an den diversen Massakern und teilweise auch Genoziden während des Unabhängigkeitskriegs auf Seiten des pakistanischen Militärs beteiligt haben, weil sie eben gesagt haben, sie wollen keine Unabhängigkeit, weil sie Angst haben, dass eben Bangladesch sich eher einer nationalen Identität zuwenden wird und auch, weil eben die Bengalen vor Ort auch multireligiös sind, dann eben so eine interkonfessionelle Identität annehmen. Ja. Ich meine, es ist halt ein Volksaufstand, ne? So, das muss man einfach so sagen. Es ist halt nicht ein Kampf von einer kleinen Gruppe, sondern von riesigen Menschenmassen, die jetzt halt, ich meine, anders kannst du es ja auch gar nicht erreichen, halt einen Regierungswechsel. Ja. Und dementsprechend ist der natürlich durchzogen von Widersprüchen, sofern der jetzt nicht irgendwie ganz klar von irgendwie einer revolutionären Kraft angeführt und dominiert wird. Von der linken revolutionären Kraft irgendwie in unserem Sinne, wird das ja immer voller Widersprüche sein. Und ein Volksaufstand bedeutet auch immer, dass unterschiedliche Kräfte, die sich teilweise auch politisch nicht grün sind, halt miteinander kooperieren, um erstmal dieses erste Ziel, also den Regierungssturz halt, den aktuellen Machthaber wegzujagen, zu erreichen. Was jetzt passiert, ist dann halt die Frage, welche Kräfte sich da durchsetzen, wie wird das Machtvakuum gefüllt. Aber erstmal muss man ja ganz klar sagen, unabhängig davon, dass wir jetzt die Situation in Bangladesch und die konkreten Sachen nicht 100% bewerten können, wie man ja auch gehört hat, weil wir da einfach nicht so tief drin sind. Eine Regierung, die auf Demonstranten schießt, muss halt gestürzt werden vom Volk. Und da gibt es auch keine Diskussion für mich. Ja, klar, ne? Also prinzipiell, sagen wir mal, kann so eine Demokratisierung eben zu sehr viel. Also außer es ist wirklich eine dezidiert faschistische Massenbewegung positiv oder sowas. Positiv und oder, genau, man muss das ja, glaube ich, nicht in der Fall. All seiner Widersprüchlichkeit sehen. Ja. Und ich würde jetzt auch einfach erstmal sagen, wenn ich schon sehe, dass diverse Revolutionäre, selbst wenn es eher klassisch stalinistische Parteien jetzt sind, sich da positiv drauf beziehen, dann kann man, glaube ich, auch denken, dass es auf jeden Fall einen sozialen Aspekt davon auch irgendwie gibt. Und es sind natürlich auch Gewerkschaften, die sich daran beteiligt haben. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, so wie das hier eben einfach wieder recht positiv gesehen wird und unkritisch, sollte man es trotzdem mit Vorsicht genießen, weil es gar nicht mal so unähnlich ist, wie es auch beim arabischen Frühling. Da haben auch alle hier gesagt, ach ja, super, das Volk geht auf die Straße und das muss dann alles total fortschrittlich und absolut sein. Und dann hat man auf einmal festgestellt, dass ein guter Teil von den Leuten die Muslimbruderschaft unterstützt oder sich Al-Qaida-Sympathisanten darunter befinden oder. Das ist halt einfach immer bei solchen Sachen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch was Linke hier vor Ort tun sollten. Wenn dann sowas passiert und gerade so in den Medien darüber berichtet wird, dann muss man sich halt auch einfach mal anschauen, was sind jetzt Aspekte, die noch nebenbei da eine Rolle spielen. Weil beispielsweise auch ein ganzer Diskurs, der darum stattfindet, womit man das Ganze vielleicht dann auch nochmal abrunden kann, ist, dass es jetzt im Zuge von eben den Aufständen auch zu Ausschreitungen und Übergriffen gegenüber Hindus kam. Weil das ist eben so die wichtigste Minderheit eben in Bangladesch, sind eben die Hindus, die früher viel zahlenmäßiger waren, bis es eben zu eigentlich einem Genozid und einer massenhaften Vertreibung im Zuge vom Unabhängigkeitskrieg kam, aber eben auf der Seite des pakistanischen Militärs, wie gesagt, zusammen mit den islamistischen Gruppen. Und seitdem ist das eben natürlich ein großer politischer Spannungspunkt, weil diese ganzen Islamisten, die sind ja auch nicht weggegangen, die haben weiterhin starken Hass auf die Hindus vor Ort. Und gleichzeitig hat man ja auch immer so eine Sorge, natürlich selbst von nationalistischen Kreisen darüber, könnten die Hindus möglicherweise eigentlich immer nur pro-indisch agieren und
sind gar nicht national gesinnt genügende Bürger Bangladeschs. Mhm. Und im Zuge von den Protesten kam es eben nicht nur, aber verstärkt von islamistischen Gruppen zu Übergriffen gegenüber Hindus, mhm, weil sie auch wiederum, und da weiß ich jetzt nicht, wie jetzt tatsächlich die Zahlen sind, da bin ich tatsächlich überfragt, aber weil eben dann auch unterstellt wurde, dass sie Unterstützer des alten Systems seien, weil sie, mhm, als ethnische Minderheiten davon profitiert haben. Und das ist, glaube ich, auch dann nochmal wichtig dabei zu bedenken, was aber tatsächlich auch eine Sache ist, die wiederum dann von Indien ziemlich hoch gebauscht wurde, wo es auch sehr viel Fake News zu gab, von beispielsweise Protesten, wo, da gab es so ein Video, was in Indien sehr viral gegangen ist, von einer Demonstrantin, die sich an der Uni Tape über den Mund geklebt hat und da festgekettet, eben um zu sagen, hier, unsere Meinung wird unterdrückt von der Regierung, was dann in indischen Medien stark gepusht wurde als bengalische Hindu-Frau wird von Islamisten und von Anti-Regierungsdemonstranten gedemütigt. Mhm. Und das wird dann als Übergriff dargestellt. Deswegen, das ist alles eine recht verzwackte Lage, mhm, aber das ist eben auch eine Realität, die man trotz eben der ganzen Sachen, die da rumgesponnen werden, dann auch dazu sehen, ja, muss. Ja. Und ja. Also deswegen, ja, ich habe ja auch nicht jetzt hier von irgendeiner bedingungslosen Solidarität, und ich glaube, es ist auch nicht so rübergekommen, dass das, was ich meinte, jetzt irgendwie, mhm, einfach, dass ich sage, yes, sondern halt, ne, genau. Ich bin ja der Letzte, der sagen würde irgendwie, es gibt nicht auch bei jedem Aufstand, bei jeder großen Volksbewegung eben einen Anteil von reaktionären Elementen, die sogar zu einem gewissen Grad toleriert werden müssen, so, die einfach mit dabei passieren, die man dann nicht, wie Linke sich das immer vorstellen, einfach irgendwie dann von den großen Demonstrationen runterprügeln kann und komplett dagegen irgendwie, kann man einfach alles ganz bereinigen. Nee, keine Revolution, kein großer Aufstand läuft absolut sauber ab. Das ist immer ein Fall von, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber gerade bei so einer Außenbetrachtung ist es dann wichtig, ja, und das ist auch was, was man für sich selber und selbst für eigene kleine, sagen wir mal, aus der eigenen Bubble herausgehende Großdemonstration mitnehmen sollte, ist, dass es eben eine so starke Diversität einmal in den Interessen bei den Leuten gibt, mhm, und auch so viele Facetten davon und teils auch reaktionäre Facetten und teils auch verworrene Interessenlagen, mhm, die gerade hier bei uns bei so einem Volksaufstand dann nicht so ankommen, wo man sehr einfach dann eben die Bilder von so einem Parlament sieht und sich denkt, finde ich super, und das ist, glaube ich, auch, was man dann für sich selber sehen soll, wenn man hier sehr schnell dann dabei ist, einfach zu sagen, toll, mhm, das Volk steht auf. Gut, ich würde sagen, wir beobachten das weiter, weil jetzt ist ja vor allen Dingen das Spannende, wie genau dieses Machtvakuum eben, wie gesagt, gefüllt wird, und das wird sich dann ja, denke ich, die nächsten Wochen und Monate zeigen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über und bewegen uns langsam auf die lokalere Ebene, und zwar nach Wien. Dort wurde ja ein Taylor Swift-Konzert abgesagt. Für alle, die jetzt Taylor Swift nicht kennen, das ist so eigentlich eine der größten, oder ich glaube die größte Popkünstlerin gerade so zur Zeit der Welt. Und es gab ja auch hier im Ruhrgebiet, gab es ja jetzt auch ein Konzert von Taylor Swift in der Felddienstarena, und Gelsenkirchen wurde umbenannt in Swiftkirchen und so. Das war ja auch hier ein großes Ereignis. Und ja, jetzt gab es aber ein weniger schönes Ereignis in Wien, und da gucken wir mal rein, was da passiert ist. Seit Monaten fieberten die Fans auf diesen Tag. Nun mussten alle drei ausverkauften Konzerte von Taylor Swift in Wien abgesagt werden. Der Grund: akute Terrorgefahr. Die ersten Verdächtigen, die konnten bereits festgenommen werden. Es liegt ein Geständnis vor. Es ist eine herbe Enttäuschung für Swifties in Österreich. Alle drei Konzerte sind abgesagt. Der Grund: ein 17-jähriger Österreicher mit türkisch-kroatischen Wurzeln und ein 19-jähriger Österreicher mit nordmazedonischem Hintergrund sollen einen Anschlag rund um die Auftritte von Taylor Swift geplant haben. Auch ein 15-jähriger soll an den Vorbereitungen beteiligt gewesen sein. Der 17- und der 19-jährige wurden festgenommen. Der hauptverdächtige 19-jährige namens Behran A. hat alles gestanden.
hat dabei kundgetan, dass er den Anschlag unter Verwendung von Sprengstoff und Stichwaffen, Hieb- und Stichwaffen ausüben wollte. Wir haben diese Waffen auch sichergestellt und er hat beide Varianten in Betracht gezogen. Ein kleines bisschen Revolution. Danke dir, Benni. Und sein Ziel war es, entweder heute oder morgen beim Konzert, sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten. Behran A. komme aus dem niederösterreichischen Ternitz, rund 80 Kilometer südlich von Wien, und habe vor kurzem einen Treueschwur gegenüber dem aktuellen Führer des Islamischen Staats geleistet. Online habe er sich über den Bau von Bomben informiert. Sowohl bei dem 17-Jährigen als auch bei Behran A. habe es kurz vorher im persönlichen Umfeld einige Veränderungen gegeben. Der in Ternitz gestern in den Morgenstunden festgenommene 19-Jährige hat am 25. Juli seine Arbeit, seinen Job gekündigt und hat dabei auch die Äußerung abgegeben, dass er noch Großes vorhat. Der 17-Jährige, der gestern in den Nachmittagsstunden in Wien festgenommen wurde, hat kurze Zeit vorher mit seiner Freundin Schluss gemacht. Seit wenigen Tagen habe er für ein Facility-Unternehmen gearbeitet, das bei dem für heute geplanten Konzert hätte tätig sein sollen. Die Taylor Swift-Fans sind traurig und schockiert. Wir waren wirklich traurig, am Boden zerstört. Das war seit 13 Monaten unser Traum. Wir haben die Tickets vor mehr als einem Jahr gekauft, haben mehr als 180 Armbänder gemacht. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein Scherz, ich wollte es echt nicht glauben. Aber dann habe ich halt einfach 3 Stunden am Stück geheult. Schlecht geht es mir damit, aber ich kann die Entscheidung natürlich nachvollziehen. Es ist ja eine akute Gefahr, die bestanden ist oder noch besteht. Und so trösten sich die Fans nun untereinander und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ja, erstmal richtig gut, dass das verhindert werden konnte. Also das ist einfach richtig wichtig, dass es gelungen ist und dass dort dann mal präventiv sowas eingedämmt werden konnte. Und dann ist es halt auch irgendwie so voll das absurde Ereignis, also speziell wegen, weil die so jung sind, ne? Also meistens sind die Leute, die dann halt solche islamistischen Anschläge zumindest in unseren Breitengraden machen, ja eher etwas älter, so in meiner Erinnerung, dass sie halt irgendwie in so den 30ern oder so oder in den 20ern zumindest waren. Aber so 3 unter 20-Jährige, speziell 15, also das ist schon richtig wild. Ja, ich hatte mir auch eine Analyse von einem Islamismusforscher dazu angehört und der meinte eben, dass es einen ständigen Abwärtstrend im Alter der Festgenommenen in solchen Terrorverfahren gibt, die Anschläge planen. Aber es stimmt natürlich, in dem Fall ist es nochmal besonders krass. Und das ist auch ganz interessant, das ist ja jetzt in dem Beitrag noch nicht drin. Es hat sich tatsächlich auch so entwickelt, dass der, wie hieß er jetzt nochmal, Behran A., der 19-Jährige, jetzt über seine Anwältin verlautbaren hat lassen, dass er das Geständnis zurückziehen möchte. Und meinte, das wäre alles nur ein großer Scherz gewesen. Und er wollte cool und stark wirken. Und dass er die Chemikalien, die zu Hause bei ihm gefunden wurden, und auch dieses Bombenbau-Manual irgendwie in einem Wald machen wollte, weil er das irgendwie so als Schulprojekt gemacht hatte. Was gerade auch mit den Fotos dazu und allem, was da rum ist, auch mit dem, was man bislang von den Komplizen weiß, finde ich, absolut dubios und überhaupt nicht glaubwürdig wirkt. Ich meine generell, also das war ja auch amateurhaft in vieler Hinsicht. Allein was man jetzt in diesem Bericht halt gehört hat mit irgendwie, ja, ich kündige meine Arbeit und sage dann noch, ich habe Großes vor und so. Also wenn ich, also ne, ich meine, aber das geht ja dann auch in der Regel damit einher, wenn halt sehr junge Leute solche Anschläge vorhaben, dann sind das natürlich auch in der Regel keine durchgeschulten Attentäter, sondern das sind dann halt einfach so Bengels, die halt ja halt einfach nicht viel Erfahrung mit sowas haben und dann eben entsprechend auch amateurhaft agieren. Aber das bedeutet ja nicht, dass sowas nicht auch Erfolg haben kann, weil ganz oft sind dann Leute auch einfach aus unterschiedlichen Gründen nicht auf dem Zettel von Sicherheitsbehörden oder sie sind sogar, was ja in vielen Fällen der Fall war, auf dem Zettel der Sicherheitsbehörden, aber aus irgendwelchen Gründen gelingt es dann halt trotzdem nicht, sowas zu vereiteln.
Ja, und ich glaube, man muss das auch so ein bisschen sehen, wie wir das auch bei Neonazi-Terror, bei Rechtsradikalen auch einfach Übergriffen und so gesehen haben, dass es ja schon ausreicht. So. Das ist ja auch jetzt wie beispielsweise bei dem Stürzenberger Angriff gewesen mit dem Mord an dem Polizisten durch den afghanischen Islamisten. Das war ja auch eine Sache, dass das reicht ja manchmal schon einfach nur zwei Messer und der Wille dann irgendwie das zu tun, um dann dort vor Ort ein Blutbad anzurichten. So. Und so muss man das ja auch sehen, dass selbst wenn das dann amateurhaft ist und wenn das irgendwie sicherlich auch einen Aspekt hat von irgendwie Wirkungs-, was weiß ich, Geltungsdrang oder so, dass das trotzdem genauso gefährlich für die Leute vor Ort sein kann. Vielleicht jetzt nicht mit so vielen Toten, aber trotzdem unfassbar blutig enden kann. Ja, und was ich halt auch nochmal so wichtig an dem Ereignis finde, ist das halt zu betonen, dass was halt nach wie vor für eine große Bedrohung vom Islamismus ausgeht. Ich meine, wir haben so oft so viel schon darüber gesprochen, aber es ist halt, es gibt halt nun mal gerade primär diese beiden in unserem Breitengraden, also so den Rechtsextremismus und den Islamismus, die halt wirklich Gefahr für Leib und Leben vor allen Dingen darstellen, jetzt im Kontext von solchen Anschlagsplänen und solchen Sachen. Und der Islamismus wird halt einfach von Linken halt unterschätzt und man sieht ja auch, was für eine große Gefahr dann halt einfach für random Leute, beziehungsweise im Speziellen jetzt nochmal so eine, ja auch diese Swiftie-Community ist ja dann sehr so eine liberal, auch oftmals auch so mit so queeren Identitäten. Ja, und auf jeden Fall auch einen Anteil. Ja, ja, und also einfach da für eine entsprechende Community halt ausgeht und ja, das darf halt einfach nicht mehr sein, dass es halt so ein Leerfleck bei der Linken ist und wir müssen endlich also das im gleichen Maße halt auf dem Zettel haben, im gleichen Maße halt benennen, im gleichen Maße bekämpfen. Ja, absolut. Das ist wirklich was, das kann man nicht deutlich genug sagen. Einmal, damit das nicht komplett in Vergessenheit gerät, bevor ich darauf jetzt nochmal eingehe, möchte ich nochmal betonen, wie schön ich es aber finde, was wir jetzt eben danach gesehen haben, dass es dann dieses Protestsingen gab. Das muss man ja auch mal sagen, das ist ja wirklich ein richtig toller Mittelfinger einfach in die Fresse von diesen Gestalten, so, die das jetzt diesen islamistischen Anschlag geplant hatten, so nach dem Motto, wir lassen uns das jetzt nicht verbieten, so fickt euch. Und tatsächlich gab es ja auch in der Stadt selber einiges dann auch, dass irgendwie die Leute mit ihren Tickets auch kostenlos Burger essen konnten und irgendwie ein Eis oder so bei manchen Läden bekommen haben, die gesagt haben, ey, weil tatsächlich ist es ja auch bei Swift-Konzerten so, das ist vielleicht was, was gar nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, dass viele, was tatsächlich von europäischen Swifties dann wieder kritisiert wird, viele reiche Swifties vor allem aus Nordamerika hier hinfliegen, weil das Flug, Unterbringung und Konzertkarte hier günstiger sei, als wenn sie es in den USA machen. Und deswegen hat man dann auch so viele internationale Gäste da. Und ich glaube, aus Singapur und anderen reichen Staaten Asiens wird das dann auch gemacht. Generell, das ist alles eine ganz, ganz wilde Community. Mhm. Aber es ist auch so, was, glaube ich, bei Islamismus sehr, sehr wichtig von der radikalen Linken ist. Und wir werden uns ja auch noch mal intensiver, das kann man ja hier schon mal sagen, mit dem Thema auseinandersetzen, auch in der eigenen Folge. Ist auch einfach, dass genauso wie das bei Rechtsradikalismus gemacht wird, dass man das auch von seinen Wurzeln her verstehen muss. Weil gerade bei Islamismus wird das nicht so sehr gemacht, was für Probleme es dann beispielsweise auch in islamischen Communities gibt. Auch einfach von den Ideologien, die vertreten werden. Das geht jetzt gar nicht darum, dass man dann irgendwie das alles, wie Rechtsradikale das machen, auf den Koran oder so, und bestimmte Aussagen und warum das jetzt irgendwie ganz anders zu verstehen ist als die Bibel oder so, sondern den Islamismus wirklich auch von seinen ideologischen Wurzeln her, vom vor allem 20. Jahrhundert aus dann zu verstehen von den Staaten, die den unterstützen und wie das hier dann beispielsweise in unterschiedlichen lokalen Moscheeverbänden wirkt, wie es teilweise mit Nationalismus zusammenhängt, teilweise zum Nationalismus eine Oppositionskraft bietet, einfach wirklich ein Verständnis davon für diese ideologischen Wurzeln, aber auch diese unterschiedlichen Facetten des Islamismus, um ihn effektiv zu bekämpfen und nicht einfach nur sagen zu müssen, man sei irgendwie gegen Islamismus oder gegen den radikalen Islam oder so, sondern wirklich ihn aus sich selber heraus zu verstehen, weil das gibt es ja auch so einen Unwillen damit, weil das ist ja alles Terrorismus. Wir wissen ja schon, das sind irgendwie diese Steinzeitgläubigen oder so und deswegen braucht man sich damit nicht beschäftigen. Das ist sogar was, was ich von einem, das muss man ja sagen, von einem Terrorismusexperten in einem Interview hier zu diesem
Hier zu diesem vereitelten Anschlag jetzt in Wien, das man, glaube ich, bei diesem Funk-Nachrichtenformat gehört hatte, der gesagt hat, ja, das ist einfach die kranke Ideenwelt von Terroristen und ich habe überhaupt keine Lust mehr irgendwie mit der kranken Ideenwelt von Terroristen und warum sie das jetzt genau gemacht haben. Ich dachte mir, Junge, du bist Terrorismusexperte, das ist ein verfickter Job. Job verfehlt. Ja, es gibt ja in jedem Bereich Leute, die halt da nicht hingehören. Das kennen wir doch. Aber das ist auch teilweise auch noch diese Haltung, die es einmal bei Liberalen, aber auch bei Linken gibt. Dieses, ja, Arschloch. Sind halt Arschlöcher. Und das ist das Gleiche wie AfD. Ja, sind halt Nazis. Ne? Nazis gibt es immer irgendwie. Muss man nicht genau verstehen. Das ist ja genau die Sache. Sei es AfD, sei es neue rechte Bewegung, sei es so... islamisch-konservative Ansätze, wie beispielsweise sowas, wie es in AKP-Kreisen gibt, sei es so ein expliziter dschihadistischer Islamismus. Das muss man alles als seine gesonderten Phänomene verstehen und auch wirklich in diesen Einzelheiten davon, um es da effektiv gegen vorzugehen und nicht einfach nur so ein Ding von, ja, ist halt, sind halt Terroristen, sind halt Nazis. Nazis sind tatsächlich ein gutes Stichwort, denn es, und ich finde, da kann man schon sagen, kann man schon von einer neuen Qualität auch in Deutschland sprechen, in unterschiedlichen Aspekten. Da kommen wir jetzt gleich zu. Es gab eine relevante Gegendemonstration in Bautzen gegen den Christopher Street Day. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die so in den letzten Monaten sehr stark gekommen ist, dass halt Rechte sich stärker in Deutschland auf, also explizit nicht Nazis, von Rechten muss man da gar nicht reden, weil das ist halt schon explizit aus der Nazi-Szene, da halt zu mobilisieren. Und es gibt da halt vor allen Dingen ein jüngeres Milieu an Nazis. Das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Und das, finde ich, ist auch der zentrale Punkt an dieser Frage. Der Christopher Street Day wird gefeiert als fröhliche Parade, ist aber auch immer eine politische Demonstration für Respekt und die Rechte queerer Menschen. Besonders in kleineren Städten riskieren Teilnehmende, bedroht und angegriffen zu werden, oft von rechtsextremen Gruppen. So war gestern im sächsischen Bautzen der CSD nur unter Polizeischutz möglich. Da brauchte es Mut, dabei zu sein. Sie wollen ein positives Signal aus Bautzen senden. Etwa 1000 Menschen ziehen in Regenbogenfahnen gehüllt am Nachmittag durch die Innenstadt. Dreimal mehr als noch im vergangenen Jahr zum CSD. Ein Erfolg, der für die Teilnehmenden nicht selbstverständlich ist. Leider ist es keine Selbstverständlichkeit, hier für Demokratie zu stehen. Häufig wird man auf der Straße angegriffen. Man bekommt Beleidigungen hinterhergeworfen. Einfach nur, weil man halt friedlich leben möchte, weil man so ist, wie man ist. Der Osten hat ja ohnehin ein großes, nennen wir es mal, Nazi-Problem. Und ich finde, dass wir Menschen, die zum queeren Spektrum gehören, egal wo, da alle zusammenhalten müssen. Und am besten wäre es, wenn die Zivilgesellschaft, die nicht zum Spektrum gehört, das auch täte. Es ist mir halt wichtig, dass man endlich mal Präsenz zeigt, mal Farben zeigt. Und sich vor allem auch nicht einschüchtern lässt von diesen ganzen Aufrufen zu stören und uns anzugreifen. Nur wenige Meter hinter den Regenbogenfahnen versammeln sich etwa 680 Rechtsextremisten. Massiv war in den vergangenen Tagen vor allem im Netz gegen den CSD mobilisiert worden. Von den jungen Nationaldemokraten, der Jugendorganisation der Partei Die Heimat, einschlägig bekannten regionalen Gruppierungen und auch der rechtsextremistischen Kleinpartei Freie Sachsen. Ihre Gesinnung stellen sie offen zur Schau. White Power, eines der Erkennungszeichen der Szene. Die Stimmung ist aggressiv. Einschüchtern lassen sich die CSD-Teilnehmenden davon nicht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, spricht am Abend von einem weitestgehend friedlichen Verlauf, ermittelt jedoch unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht, Volksverhetzung und Beleidigung. Also erstmal muss man sagen, dass ich es sehr stabil finde für Bautzen. Das wurde ja auch gesagt, dass dreimal so viele Menschen auf dem CSD waren wie am Jahr davor. Also das ist wirklich erstmal eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Also 1000 Menschen in Bautzen beim Christopher Street Day, richtig schön. Und das ist, finde ich, erstmal das Positive an der Angelegenheit, dass dort halt wirklich tatsächlich was ordentlich auf die Straße geht. Ja, das ist auf jeden Fall
finde ich, gerade in so einem Ort wie Bautzen, was ja auch einfach so ein rechtes Zentrum ist, wirklich sehr beeindruckend. Das muss man immer bei allen irgendwie geartet, das sind jetzt noch nicht mal explizit linke Aktivitäten, aber ich sage jetzt mal einfach dann so mit linken Aktivitäten und generell einfach ja, liberaleren Lebensstil einfach immer sehr mutig, was die Leute da machen. Und vor allen Dingen auch, um das noch dazu zu sagen, gerade in dieser Situation und gerade in dieser Stimmung, also es war auch immer, wenn im Ruhrgebiet vergleichbare Christopher Street Day oder queere Mobilisierung waren, an denen ich teilgenommen habe, selbst da gab es halt immer auch Pöbeleien und Anfeindungen und von der Straße, und das ist ja jetzt gerade da auf einem ganz anderen Niveau. Genau, hier, ja. Was man ja sagen kann, das ist viel organisierter tatsächlich. Was wir im Ruhrgebiet eher haben, sind es dann einfach ganz normale Passanten, was es häufiger mal gab, dass es irgendwie dann von islamistischen Jugendlichen auch irgendwie dann mal in einer kleinen Gruppe irgendwie dann hinterhergelaufen sind oder Leute angegriffen haben. Aber seltenst wirklich so in diesem Maße organisierten Gegenprotest. Und das ist vielleicht auch das Erste, was man dazu sagen kann, was ich nochmal finde, was jetzt aus so einer neonazistischen, rechtsradikalen Richtung hier wirklich sehr spannend und sehr beeindruckend auf eine negative Art und Weise ist, dass es hier zu einer großen Gegendemonstration kam. 600 waren das, 700. 700. Aber irgendwas, was in der Richtung ist, ist ja immer so. Ja, das waren jetzt die offiziellen Schätzungen, die ich mitbekommen habe. 700 Leute, das ist halt wirklich krass. Richtig krass, ja. Weil es gab, so habe ich das zumindest wahrgenommen, jetzt so seit letzten zwei Jahren, so dieses Phänomen wieder stärker. Früher war das ja nochmal was anderes, glaube ich, auch zur Zeit der autonomen Nationalisten gab es sowas häufiger mal, so Störsachen und Gegendemonstrationen. Natürlich vor auch generell auch Übergriffe und so, aber das sind ja jetzt wirklich so organisierte Gegendemonstrationen, die teilweise dann auch in manchen Städten so einen Charakter von, wie man es eigentlich eher von Linken kam, weil häufiger hattest du dann mal, dass einfach Rechte irgendwie gepöbelt haben, Bedrohungsszenario aufgebaut haben, aber hier hast du ja wirklich eine richtige Gegendemonstration, so, die auch versucht, das inhaltlich dann wirklich auch zu kontern und da dann so ein ideologisches, faschistisches Gegengewicht aufzubauen. Die sind auch, wo die Demonstrationen der CSD dann gelaufen ist, sind die auch weite Strecken oder Teile der Strecke hinter dem CSD gelaufen mit so einer Polizeisperrung dahinter und haben dann quasi eine eigene Demonstration im Anschluss daran gemacht. Und was ich wirklich, also deswegen sage ich auch neue Qualität, weil das Altersspektrum und was das für Leute sind. Also in dem Bereich, in dem Video hat man das nicht so krass gesehen, finde ich. Aber es gibt wirklich Aufnahmen, wo du wirklich siehst, das sind zum größten Teil Jugendliche. Zum größten Teil jugendliche Nazis. Und das haben wir halt einfach nicht gehabt die letzten Jahre. Das ist halt was, die neonazistische Szene hat in Deutschland über die ganzen letzten Jahre ein erhebliches Rekrutierungsproblem. Die sind gerade in Westdeutschland natürlich komplett eigentlich eingegangen. Und auch in Ostdeutschland, obwohl es diesen krassen Rechtsruck in Ostdeutschland gibt, sind die halt vergleichsweise immer marginal geblieben und haben halt sich immer über die AfD beschwert und so weiter und so fort. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich der Ausdruck davon, dass sich das tatsächlich... Danke, vegane Zecke. Und das ja sogar, das muss man dazu sagen, bundesweit, weil... Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das auch mitbekommen hattest, aber wir hatten auch die Störung vom CSD im Ruhrgebiet in Essen gehabt durch junge Nazis, dort eben von einer Gruppe von 20 Leuten, die den CSD angegangen haben. Ich weiß gar nicht genau, angeblich sei das in Duisburg auch, da habe ich jetzt aber gar nicht Näheres zu mitbekommen. Und tatsächlich ist das auch eine Sache, die wir hier in der Stadt jetzt selber mitbekommen haben, dass es wieder geschafft wurde, hier natürlich in Dortmund, das muss man dazu sagen, das ist alles, das hatten wir, glaube ich, ein paar Mal schon angesprochen, hier eine recht wilde Geschichte, wie viele Dinge passiert sind, aber auch den Erfolg gehabt, dass hier die lokalen Heimatstrukturen es geschafft haben, sich wieder eine eigene Jugend an Jugendnazis zu machen, was natürlich nochmal deutlich schwieriger sich eigentlich gerade in einer Stadt wie Dortmund oder generell im Ruhrgebiet gestaltet, als jetzt in Ostdeutschland. Aber das zeigt wirklich, dass es wieder diese handlungsfähigen bundesweiten Jugendstrukturen gibt, die sich jetzt auch hier, denn das muss man sagen, es war jetzt auch nicht immer irgendwie ein riesiges Thema, eben Queerness
Und da natürlich dann teilweise auch noch ein starker Fokus einfach generell auf Homosexualität als ein großes Thema gewählt haben, um dagegen vorzugehen und auch um Jugendliche abzuholen. Weil das ja auch gerade in der Jugend, wo wir ja nochmal eine besonders starke Spaltung eben zwischen eher traditionellen konservativen Jugendlichen und eher linksliberal ausgerichteten queeren Jugendlichen haben, wo sie eben versuchen, das hier abzufangen. Das war ja auch was beispielsweise in Dortmund ein großer Faktor war, womit dann versucht wurde, eben eine migrantisch-deutsch-faschistische Solidarität aufzubauen anhand von eben einer Ablehnung von Queerness. Ja, aber deswegen neue Qualität, nicht in dem Sinne, dass jetzt halt, was weiß ich halt, das ist ja jetzt noch keine riesige Massenbewegung. Es gibt noch keine riesige Nazi-Jugend-Massenbewegung in Deutschland oder so. Aber es ist halt, wenn man gerade das im Vergleich sieht zu dem, dass es das eigentlich fast gar nicht mehr gab, man hat halt immer so einzelne wirklich Jugendliche mit dabei gehabt auf Nazi-Demonstrationen, aber es waren halt sonst immer diese angestammte Kern, der halt kaum rotiert. Von den alternden Kameraden. Genau, ja. Und das muss man jetzt einfach so benennen und so klar sagen, hier erleben wir den Beginn von einer neuen Jugend-Nazi-Bewegung. Und das ist sehr gefährlich und das ist sehr, sehr bedenklich. Gerade jetzt im Kontext von dem Rechtsruck, also es kommt ja jetzt auch genau in dem Zeitpunkt, kurz vor der Machtübernahme auch der AfD in Ostdeutschland, manifestiert sich parallel dazu jetzt diese Jungnazi-Straßenbewegung. Und das ist halt wirklich gefährlich, weil es natürlich im Kontext dieses Rechtsrucks dann halt einfach auch viel mehr zu Übergriffen kommen wird. Es gab ja auch jetzt im Kontext von dem CSD in Bautzen, die Organisatoren hatten dann die Party abgesagt, die eigentlich noch stattfinden sollte im Kontext des CSD, weil es halt als zu unsicher eingeschätzt wurde. Und es gab halt auch einen Einbruch in die Räumlichkeiten, wo das stattfinden sollte, wo dann halt auch Geld gestohlen wurde und das Ganze verwüstet wurde. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass es halt jetzt die Nazis waren und so. Und deswegen, das muss man ganz klar benennen. Und das sollte doch jetzt, wenn halt etwas in Deutschland halt Leute bewegt, mal aktiv zu werden. Dann sind sie ja in der Regel Nazis und vielleicht gibt das dem einen oder anderen oder der anderen noch mal ein bisschen Anschwung, aus dem Sessel zu kommen, weil jetzt wirklich da doch sich das jetzt manifestiert. Ich meine, man muss auch sagen, das Ganze bietet sich ja eigentlich mit 700 Nazis. Also sicherlich war ja jetzt nicht jeder, der auf dieser Gegendemo war, ein Nazi, aber zumindest sehr in Ordnung, damit einer größtenteils neonazistisch dominierten Kundgebung, Gegendemonstration beizuwohnen. Muss man sich ja eigentlich das mal vor Augen führen, hingegen zu dem ganzen Drama, was durch Sylt ausgelöst wurde. Yeah. Und L'amour toujours. So, und da ist das ja eigentlich prädestiniert. Und vielleicht kann man an der Stelle, weil du das mit der AfD reingebracht hast, auch sagen, ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie sich das alles mit der AfD und dann so einer wieder erstarkenden neonazistischen Bewegung verhalten wird. Weil auf der einen Seite muss man natürlich sagen, helfen diese starken faschistischen Straßenmobilisierungen natürlich der AfD dahingehend, dass auch einfach der Diskursrahmen noch weiter verschoben wird, weil die Leute ja wirklich einfach überhaupt keinen Fick darauf geben. Das siehst du ja auch mit was für Schildern, die da rumrennen, wie offen die eben neonazistische Gesinnungen und so zeigen. Das verschiebt natürlich den Diskurs, wenn sowas dann auch von etlichen Leuten und gerade in der Jugend, die ja nochmal deutlich rechter eingestellt ist als die anderen Alterssparten, dann auch akzeptiert wird. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn es, das ist ja alles sehr spekulativ dann immer, wenn es zu, wie du es gesagt hast, einer Regierungsbildung mit der AfD kommen würde, wie man dann dazu steht, wenn solche Sachen passieren, und man sich dann vielleicht dann auch, wie Martin Sellner es mal beschrieben hat, dann melonisieren muss und sich dann von so einer rechtsradikalen Basis dann auch trennt. Mhm. Das bleibt dann abzuwarten, wie sich das entwickelt. Das ist in der Tat sehr interessant, Michi, dass sich jetzt tatsächlich die klassischen Alt-Nazi-Strukturen da so jetzt gerade durchsetzen und dass halt die IB und so weiter da jetzt halt gar keine große Rolle spielt. Man sieht halt jetzt noch so ein bisschen mit Freie Sachsen und so, die geben halt auch keinen Fick auf gar nichts und die sind natürlich auch dann mit dabei
und in einem Bündnis damit, dann das sind dann halt eher auch ältere Strukturen natürlich. Aber das ist schon spannend. Auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Entwicklung, auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne, das sind jetzt halt die großen Vorboten, die ja befürchtet sind, im Kontext jetzt auch von den Wahlen. Wir werden da in Zukunft auf jeden Fall natürlich darüber berichten, wie das jetzt weitergeht mit den Wahlen in Ostdeutschland, und wir werden da weiter dranbleiben. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem Antifaschismus, wie, was für einen Charakter der denn auch haben sollte, weil das ist natürlich wichtig, wie Ed Cameron, du hast ja auch schon geschrieben, ja, dann bin ich nur ein nettes Schildchen basteln, und ich möchte noch hinzufügen, dass dann dieser Antifaschismus doch im besten Fall einen Klassencharakter haben sollte, so wie es halt auch in UK halt eher, wie man das auch sehr deutlich gesehen hat, schon ein sehr dominanter Antifaschismus dort halt existiert, der halt einen Klassencharakter hat, der nicht nur es jetzt um die Verteidigung der liberalen Demokratie geht. Also bitte, da sollten wir uns für einsetzen. Ja. Jo. Und dann kommen wir zu unserer letzten Nachricht heute. Und zwar, da müssen wir jetzt, glaube ich, das Video nicht dazu gucken, sondern einfach können wir so ein bisschen drüber sprechen. In NRW, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in anderen Bundesländern ist, ob das auch im Gespräch ist, aber nennt tatsächlich mittlerweile auch schon die Polizei, also ist schon umgesetzt eigentlich jetzt überall in der Presse, die Nationalität bei Kriminalfällen. Und das ist doch interessant, weil es halt so eine sehr, sehr starke Diskursfrage über die ganzen Jahre jetzt immer war, ob man das machen soll oder nicht. Und das ist natürlich ein Punkt, der sehr stark von der politischen Rechten gesellschaftlich gepusht wurde, also dauerhaft und durchgehend war das ja so ein zentraler Punkt immer. Ah ja, und es wird wieder verschwiegen. Und also in jeder Kommentarspalte von allen Fällen von den letzten 10 Jahren oder so gefühlt, war das immer Top-1-Kommentar, wenn es irgendwie sowas gab. Ein Kriminalfall, wo möglicherweise jetzt ein Migrationshintergrund vorliegt. Top-1-Kommentar ist nett formuliert. Also ich kann mich an keine... Also jetzt so die letzten Monate... Mehr als Top-1-Kommentar. Nein, ich kann mich an keine Kommentarspalte der letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre erinnern, in denen es nicht um die ersten 3 Seiten, die man auf dem Handy durchgescrollt hat, kein Scheiß, original, nur darum ging. Ja. Wirklich, das muss man ja mal sagen, dass es wirklich nur darum ging, und da hat sich wirklich eine ganze eigene Diskussionskultur in der Rechten rundum entwickelt, wie man jetzt darüber spricht, sei es dann irgendwie, wenn dann stand, 2 Jungen aus dem lokalen Ort haben im Freibad Mädchen sexuell belästigt oder so, und dann steht da immer drunter, ah ja, da haben Fritz und Hans sich wieder nicht benommen oder so. Oder alles nur, ach ja, wieder unsere lokalen deutschen Bürger und so, bis hin zu dann diesen offenen Forderungen eben der Namensnennung. Das ist ja wirklich das hat absolut die ganze Diskussion darum bestimmt, und es ist auch so, dass, glaube ich, bei den meisten deutschen Medien das inzwischen auch so ist, dass die Kommentarspalten bei Nachrichten zu Kriminalfällen grundsätzlich ausgeschaltet sind. Ja. Und jetzt ist das hier halt eben umgesetzt. Also es gab jetzt halt vor einigen Tagen auch ein Ereignis im Dortmunder Schwimmbad, wo dann halt es eine kleinere Massenschlägerei, sag ich mal, also jetzt nicht nur, also jetzt nicht so ein riesen mega Massenschlägerei, aber schon so ein, wo halt einige Leute daran beteiligt waren, gab, und Ausgangspunkt war dort eine sexuelle Belästigung von einer Minderjährigen, und da stand dann auch dabei, ja, begangen durch einen Syrer, so, ne, und das ging dann jetzt halt so durch die Medien, da habe ich das erste Mal jetzt auch wahrgenommen, dass halt das immer auch schon meistens in der Überschrift drin stand, was der Migrationshintergrund, ethische Hintergrund irgendwie von dann halt einem Täter oder so ist. Ja, ich glaube, vom Pressekodex her wird das ja immer gemacht, dass es eigentlich heißt, dass es nur eine Nennung von der Herkunft geben soll, wenn es notwendig für die journalistische Betrachtung irgendwie sei. Das war, glaube ich, bislang Usus davon.
Linke haben natürlich gesagt, dass man überhaupt keine Identität nennen darf. Ja, tatsächlich finde ich, ist das eine recht spannende Frage, und ich würde gar nicht sagen, dass ich die jetzt so hundertprozentig schwarz und weiß sehen würde. Aber jetzt wird's hier aufregend. Also, was sage ich jetzt dazu? auf der einen Seite ist es natürlich offensichtlich, dass das einfach dazu beiträgt, zu eben einem verzerrten Bild rund um Kriminalität, was es sowieso durch die Berichterstattung gibt. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch was, was ich anerkenne und was ich wichtig finde, dass es eben, dass die Frage von Sicherheit, die einfach immer und immer mehr Leute und vor allem auch die ganz reguläre Bevölkerung umtreibt, dass Sicherheit einfach wichtiger werden muss, auch von der linksradikalen Seite heraus, dass man sich da auch ernsthaft mit dieser Fragestellung beschäftigen muss, was für Lösungen können wir anbieten, weil es offensichtlich so ist, dass die Linke komplett unfähig dazu ist, irgendwelche Lösungen dazu zu präsentieren, und die Rechte einfach gerade mit diesem Punkt, und es ist einfach so, wenn du auch von Leuten hörst, warum sie jetzt, wie sie ihre Wahl begründen, wie sie ihre politische Haltung begründen, unfassbar wichtiger Punkt ist. Dass das aber trotzdem einfach ein verqueres Kriminalitätsbild bei den Leuten darstellt. Und es ist ja auch einfach so, dass Leute überrepräsentiert denken, wie viele Leute mit migrantischem Background kriminell sind, wie kriminell diese Communities sind, wie stark Kriminalität überhaupt ein Faktor ist. Teilweise ist Kriminalität auch gänzlich nur noch als migrantisch, und da vor allem dann eben mit islamischem Background oder dann bei manche organisierter Kriminalität vielleicht noch, oder mit Diebesdelikten mit osteuropäischem Hintergrund oder südosteuropäischem Hintergrund verbunden wird. Und da ist das natürlich einfach Wasser auf den Mühlen, weil wenn es diese Nennung gibt, ist es offensichtlich so, dass dann diese Stories einfach mehr geteilt werden, weil die politischen Gruppen, die primär solche Stories zu Kriminalitätsfällen teilen, sind nun mal die rechten Kräfte, sind die konservativen Kräfte, die an der Law-and-Order-Lösung Interesse haben. Und die picken sich jetzt eigentlich primär, außer bei manchen Fällen, wo sie auch, das habe ich auch ein paar Mal gesehen, dass welche mit Deutschen ohne Migrationshintergrund stark geteilt wurden, weil es ein besonders krasser Fall war, oder bei Rocker-Kriminalität oder so. Und man sagt, da brauchen wir auch Law-and-Order-Lösungen für unsere autochthonen Deutschen. Aber es ist schon so, dass die Sachen mit Stories mit migrantischen Gewalttätern, Sexualstraftätern, organisierter Kriminalität stärker geteilt werden. Und da sorgt das natürlich für eine Verstärkung dieser ganzen Narrative. Aber was gleichzeitig auch ein Faktor ist, ist, dass wenn man sich das anschaut, da gibt es nicht viel dazu zu gewinnen. Also es ist eigentlich so, wenn das jetzt nicht gemacht werden würde, ist es so, dass die Rechte dauerhaft eben diese Diskurshoheit über diese Sache in den Kommentarspalten hat, und es ist sowieso schon so ist, dass diese Sachen komplett gefleckt werden, und jeden ist eigentlich dann bei jeder Kriminaltat hat die Rechte dann diese Diskurshoheit und sagt, ey, das war ein Migrant, so, das muss safe ist das ein Migrant. Und die Sache ist die, dass tatsächlich ab und zu es dann so war, dass erst im Nachhinein die journalistischen Medien dann reingeschrieben haben, übrigens, es war Markus A. mit ohne Migration, ohne Migrationshintergrund. Das ist dann aber komplett untergegangen. Und so kann man dann vielleicht sagen, wirkt das sogar, kann es zu einem gewissen Grad sogar dem entgegenwirken. Und ich sehe ehrlich gesagt dann auch keine große Möglichkeit, das muss man auch sagen, da haben wir einfach auch verloren. Ja. Und das ist natürlich besonders schlimm für die Leute, die dadurch stärker dann rassistisch stigmatisiert werden und noch stärker in dieses ganze Narrativ von Sicherheitsproblemen, und sie sind das einzige Sicherheitsproblem, reinfallen. Aber man muss auch ein bisschen sagen, da gibt es nicht viel, was man jetzt dann noch gewinnen kann. Ja, erstmal noch lieben Dank an dich, Fosco, für die Unterstützung generell. Echt stabil, was wir heute reinbekommen. Und schön, dass du dabei bist, Tyrod, vom Parkfest in den Stream. ja, also ich habe ehrlich gesagt da nicht mehr so viel zu hinzuzufügen. Ich finde, du hast das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es ist einfach auch eine spannende Nachricht, dass es überhaupt jetzt eingeführt wird und dass es überhaupt jetzt auch dann so ein bisschen
Also es ist ja ein Einknicken vor diesen Kommentarspalten. So. Ja, das es ist auf jeden Fall ein rechter Sieg. Ja. So muss man das auch verbuchen. Was vielleicht auch noch anzufügen sei, was natürlich das Tragische dabei ist, ist, dass es auch ein falsches Bild von eben der Entstehung von Kriminalitätsfällen natürlich auch vermittelt. Mhm. Weil es ist so, das habe ich am Anfang gesagt, dass aufgrund vieler Faktoren Migration einen absoluten Einfluss auf die Entwicklung von Kriminalitätsraten hat, gerade wie die Migration aktuell nach Europa sich vor allem darstellt, eben mit einer Mehrheit von jungen Männern, die häufig dann 2/3 ungefähr der Migranten stellen, natürlich dann auch einfach kulturelle Faktoren eine Rolle spielen, organisierte kriminelle Strukturen vor Ort, einfach was für ein Leben die Leute bis dahin vor Ort gelebt haben. Aber es ist natürlich auch so, dass dadurch dann die vielen anderen Faktoren, die eigentlich da reinspielen, komplett weggenommen werden und die Leute das rein dann auf den ethnischen Background beziehen. Das sind dann eben die diversen Sachen. Man redet ja nicht dann von in einer Nennung von irgendwelchen Kriminalfällen, was für ein sozialer Background, genau, was für ökonomische Faktoren hat die, haben da reingespielt, warum die Person das gemacht hat. Wie war vielleicht einfach die Sozialisation vor Ort? Wie war das in dem Viertel einfach abgelaufen von der Person? Wie das Leben sich bis dahin dargestellt hat? Was für beispielsweise auch Möglichkeiten irgendwie sich anders ökonomisch zu betätigen bei organisierter Kriminalität oder bei Diebstahldelikten oder was auch immer, hat da reingespielt. Und dadurch nimmt das dann eben die vielen, eben vor allem ökonomischen Faktoren dann davon weg und fokussiert dann eben den Blick der Leute, in wie Kriminalität entsteht, eben primär auf den ethnischen Background. Aber das ist ja auch klar, dass in jetzt ganz konkreten Fällen von Kriminalitätsfeldern man da auch jetzt nicht weit kommt als Linke, jetzt da halt dann, hat er jetzt irgendwie wen vergewaltigt oder wurde jetzt irgendwie verprügelt oder so, aber lass uns doch mal bitte die Lebensgeschichte des Täters angucken. Ist ja logisch, dass da Nein, das sagst du nicht. Ich sag nur generell, das funktioniert halt nicht. Das ist ja auch das, was du meintest, dass es halt schwer für uns da ist und dass halt ja die Rechte halt einfache Siege in der Hinsicht einfach erringt und erringen kann. Die einzige Möglichkeit letztendlich, oder also natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, man kann natürlich direkt eingreifen in so etwas. Also wenn, also jetzt als Beispiel nur, in diesem konkreten Fall, den ich beschrieben habe und der jetzt auch durch die Medien ein bisschen ging, mit dem in Dortmund, dem Fall von dieser Schlägerei, das war ja etwas, wo es halt vernünftig war, dass Leute da eingeschritten haben. Also ne, ich weiß nicht genau, wie das sich dargestellt hat, weil ich jetzt selber nicht vor Ort war, aber halt eben Genossinnen von uns so zumindest im Schwimmbad waren tatsächlich, also nicht jetzt konkret in der Schlägerei verwickelt waren, aber in diesem Schwimmbad waren und das war dann halt viel Thema da. Also es wurde ja eingeschritten, weil es halt einen sexuellen Übergriff gab und das heißt halt, es haben sich ja Angehörige und Leute für dieses Mädchen halt eingesetzt, gegen diesen Täter. Und das ist ja letztendlich genau das, worum es für uns gehen muss im Kontext von so einer auch feministischen Verteidigung in so einem Kontext. Ja, dass man halt einfach klar macht, so ist ja auch völlig Latte, was für einen Hintergrund jemand halt hat, wenn halt wer gegenüber Frauen und Mädchen halt handgreiflich wird, dann gibt es halt Probleme. Und das ist ja dann richtig gewesen, da halt einzuschreiten auch. Ne? Ja, ich glaube jetzt ganz ehrlich, da müssen wir nicht drüber reden, dass wir irgendwie über dieses Lächerliche, da traue ich mich nicht ran, weil es irgendwie ein Migrant gewesen war oder einen islamischen Background oder so hatte, da sind wir ja, glaube ich, hoffentlich drüber hinaus. Viele Linke natürlich nicht, die sind immer noch unfähig, das zu machen. Aber ich glaube, da sind wir ja, glaube ich, auch mit den Leuten bei uns in der Community drüber hinaus, dass man da irgendwie ein Brett vorm Kopf oder so hat. Worum es mir dabei, wie gesagt, ging, ist einmal eben die Frage von der Entstehung dieser Sachen und wie Leute sich Kriminalität vorstellen. Weil ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie heulsusenmäßig da dran geht und irgendwie sagt, oh, wir müssen jetzt aber alles unbedingt irgendwie um Kriminalfall verstehen und das die ganze Zeit als Linke irgendwie dann relativieren und sagen, dass man das ja alles im Kontext sehen muss und die Person, oh, das müssen wir jetzt irgendwie mit Samthandschuhen anfassen und irgendwie wegsperren, das funktioniert nicht. Ich bin ja auch ein Anarchist, der denkt, dass Sicherheitsverwahrung jetzt gar nicht mal unbedingt die schlechteste Möglichkeit ist, um mit manchen Leuten einfach umzugehen. Ja, aber die Frage ist ja eher, was für Antworten, und das ist ja das, was du gesagt hast, können wir da bieten? Und ich würde schon sagen, weil es natürlich stimmt, dass Rechte da einfache Siege verorten können,
ist es so, dass aber trotzdem Rechte häufig einen sehr starken Fokus einfach nur auf die Strafverfolgung legen. Ja. Da eine Verstärkung. Und es ist so, wir brauchen auch unsere Antworten für Strafverfolgung. Und das kann nicht einfach nur eben im Endeffekt dann nur gegenseitige Hilfe sein. Das müssen auch institutionalisierte Sachen. Man kann sich nicht einfach immer nur an das ethische Bewusstsein der Leute richten. Ja, ich finde das richtig, wenn irgendwo im Freibad ein junges Mädchen von einem Typen angegriffen, angepackt wird, dann ja, dann schnappt euch den Typen. So, go for it, auf jeden Fall. Aber es ist so, dass wir trotzdem institutionalisierte Lösungen für diese Fragen brauchen, auch von links, gerade wenn man dann polizeikritisch ist. Da muss man eben auch eben von der Strafverfolgungslösung eben Alternativen bieten, ja, wie damit umgegangen werden soll. Aber gleichzeitig das, was wir natürlich auch machen können und was wir machen müssen, ist, dass wir als Linke eben bei so Sicherheitsfragen ganz stark an die Prävention gehen. Wie können wir es schaffen, dass eine Stadt schon alleine von vielen Faktoren eben wie eine Nachbarschaft organisiert ist? Wie die Stadt aufgebaut ist, wie die Beleuchtung ausschaut, was es für auch lokale Nachbarschaftsschutzstrukturen gibt, verhindern, dass es eben zu Kriminalitätshotspots gibt. Dass dann eben die Viertel, wo häufig Linke auch unterwegs sind, dann, was weiß ich, gleichzeitig die, sagen wir mal, unschönsten Viertel für Frauen in der ganzen Stadt sind, weil sie halt in den sozial prekärsten sind. Da muss man halt dann dran gehen. Da muss man dann auch richtige Antworten bieten. Ich glaube, also einerseits glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, Sicherheitsverwahrte im AKW arbeiten zu lassen. Das ist das eine. lieber Mats, also da würde ich mit dir widersprechen. Gute Schlagrichtung, definitiv. Das ist was wir mehr in der anarchistischen Bewegung brauchen, solche Meinung. Aber ich stimme auch zu, dass ich das, glaube ich, sicherheitstechnisch schwierig finde. Also ich glaube, es beginnt schon damit, dass man überhaupt darüber spricht, auch in der radikalen Linken, dass halt einfach ist ein Teil der Realität halt auch abbildet, dass man halt auch über Kriminalität von Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt spricht und sprechen kann. So, da beginnt es halt schon. Ja, ist doch so. Also muss man schon sagen, dass was wir heute gesagt haben, das hätte sicherlich schon zu einem Rauswurf in ein, zwei linken Zentren geführt, ja, wenn man die Diskussion so da führt. Ja, klar. Weil die Leute so ein Brett inzwischen vor dem Kopf haben. Aber das ist ja, du kannst ja, also da geht es ja überhaupt nicht darum jetzt, ne, also da, wir haben ja auch tausend Sachen gesagt, wo man das mit halt dann eben einordnet, ja. Es geht ja da, also jetzt irgendwie da, was halt die dummen Rechten halt machen mit ihren ganzen Aufladungen von diesen Kriminalitätsstatistiken und das allen und alles halt irgendwie Migranten in die Schuhe zu schieben, ja, ist das Allerletzte. Aber um halt bestimmte Phänomene doch verstehen zu können, die ja Realitäten sind, wie jetzt diese ganzen Freibad-Berichterstattungen und diese ganzen Messergeschichten, und da sind ja überall auch wahre Kerne drin. Und um das verstehen zu können, müssen wir doch überhaupt darüber reden können. Und Analysen treffen können und Lösungen für entwickeln können und Gedanken zu machen können in einer solidarischen Umgebung. Damit fängt es überhaupt schon an, ja. Und das dahin erstmal zu kommen, wäre schon ein Riesenschritt, sage ich. Absolut. Und ich würde auch sagen, damit, wir haben jetzt gesehen, was alles aktuell auf einer globalen Ebene beschissen läuft, was für viele Antworten auf viele Probleme jetzt die Rechten haben. Auch wie wir jetzt gesehen haben, vor Ort mal wieder 2 Wochen, die damit einhergehen, dass die radikale Rechte an Stärke zunimmt. Ja. Aber wir haben natürlich auch einige schöne Antworten in UK, aber auch bei uns in Ostdeutschland dazu gesehen. Mhm. Ich würde sagen, mit jetzt der ganzen Negativität, die wir wieder in uns aufgebaut haben, mit was für eine Scheiße schon wieder die radikale Linke zu so vielen Sachen bietet, wie gesagt, auch wenn wir einige positive Sachen hatten, aber da mussten wir uns ja gerade mal wieder bei so einem wichtigen Thema hier in Rage reden. Lass uns doch nochmal schauen, was vielleicht die anarchistische Bewegung auch für zarte, aber schöne Blüten getragen hat. Ja, einmal finde ich wirklich nochmal diese Betonung halt schön, dass wir dieses Mal auch innerhalb dieser Nachrichten immer auch mal positive Sachen hatten. Immer auch Aspekte drin hatten, die wirklich positiv und schön sind, die was entgegengesetzt haben. Das finde ich halt dann auch immer toll, wenn man darüber berichten kann, nicht über diese Abgründe, sondern auch was Schönes sehen kann. Und ja, die kleinen Pflänzchen gibt es diese Woche auch wieder. Also ich muss diese Woche nicht wie vor 2 Wochen über
Dein Steak-Döner berichten, um euch zu drangsalieren. Das hat ja auch sehr viele unterschiedliche Reaktionen im Chat hervorgerufen. Und zwar einmal möchte ich euch berichten über eine spannende Textveröffentlichung, die Taxonomie des Imperialismus, eine Skizze. Das ist ein Text, der von Gabriel Kuhn auf anarchismus.de jetzt veröffentlicht wurde. Den kann ich euch sehr ans Herz legen. Es ist eine ja, schon ordentliche Grundlage zum Thema Imperialismus. Wenn ihr euch bisher nicht so viel damit auseinandergesetzt habt, hört ihr entweder natürlich in unsere Folge zum Imperialismus rein oder lest halt diesen Text, weil das wirklich auch zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt wie wir damals. Und deswegen ein Text, den ich euch da sehr ans Herz legen kann, der jetzt neu erschienen ist. Dann ist es so, dass ich mal wieder berichten möchte über einen Erfolg der FAU. Da könnte man ja jetzt alle zwei Wochen immer über Sachen berichten, aber ab und zu tue ich es halt, nehme ich Sachen mit rein. Das hier fand ich dann speziell Sachen, die ich mal wieder besonders spannend fand. Hier hat die FAU Leipzig einen Arbeitskampf gewinnen können und auch eine ordentliche Nachzahlung über 8.500 Euro für den für das Mitglied, FAU-Mitglied dort erstreiten können. Und das Ganze war auch in den Medien, also auch in einem, finde ich, spannenden Bereich mit Solardächern. Hier wurde dann auch berichtet, wurde die FAU auch genannt. Also hier steht auch drin, dass die FAU Leipzig in Namen ihres Mitglieds Klage eingereicht hat. Interessanterweise dann auch mit der direkten Nennung, mit die FAU ist eine Gewerkschaft, die der sächsische Verfassungsschutz als anarchistische Gruppe einstuft. Nochmal am Rande so viel dazu, was das auch für einen schädlichen Einfluss dann immer hat, wenn man im VOS-Bericht erwähnt wird, weil dann auch in so einem, ja, einfach nur in so einem Bericht, wo halt man vernünftige Gewerkschaftsarbeit macht, ja, und für einen Kollegen oder Kollegin da was Vernünftiges rausholt, dann direkt halt so eine Scheiße mit drin steht. Aber Glückwunsch an die FAU Leipzig an der Stelle. Auf jeden Fall. Und zum Abschluss dann noch, mache ich ja eher seltener mit rein, aber mal was Internationales, genau, FAU Leipzig auch generell sehr stabile Gewerkschaftsarbeit und die haben sehr viel Erfolge immer damit. Genau, wir gucken jetzt mal noch eine Sache international, die ich spannend fand, und zwar dann aus der IAA, der anderen anarcho-syndikalistischen Internationalen, in der die FAU nicht mehr tätig ist. Und zwar, das habe ich nämlich schon ewig nicht mehr gehört, gibt es chinesische Anarcho-Syndikalistinnen, die sich dort organisieren und die sich dort zusammenfinden und mit der Unterstützung von anderen IAA-Sektionen sich bilden. Da gab es ja einen Bericht auf Anarcho-Syndikalismus, dem Blog. Und so sieht die Webseite von den Genossinnen aus. Und es gibt auch noch hier einen Twitter-Kanal, wo auch noch ein Bild von einem Vernetzungstreffen von zusammen mit japanischen Anarchistinnen und schwedischen schwedischen Leuten halt war. Und das fand ich einfach eine so schöne internationale Nachricht, dass ich das mal mit reingenommen habe, auch wenn ich es eher seltener mache, internationale Nachrichten bei den anarchistischen Sachen, weil man halt so wenig immer aus China hört, von unserer Seite aus, und das halt einfach so ein super zentrales Land ist, dass wir dort Kräfte entwickeln. Die werden wahrscheinlich sehr klein sein, aber eine zarte Blüte, die, wo man sich einfach drüber freuen kann. Ja, und ich glaube, gerade im Gewerkschaftskampf ist in China definitiv viel zu holen. Ja, ja. Das soll es gewesen sein. Schön. Das war ein sehr, sehr umfangreiches Überblickprogramm heute. Ja, ich glaube sogar unser längster Überblick dürfte das gewesen sein. Waren ja auch wirklich etliche, diesmal wirklich, wenn ja die letzten Male auch teilweise mal Wochen gehabt, wo so ein bisschen das Übliche passiert ist. Ja. Aber heute hatten wir ja wirklich sehr große Themen und auch sehr wichtige Themen. Und das muss man sich auch mal vorstellen, abseits von, wir haben ja eigentlich gar nicht jetzt die letzten Male auch über den US-Wahlkampf gesprochen, was ja auch noch ein riesiges Ding ist mit dem Rücktritt Bidens und dem Antritt Kamala Harris und auch den unterschiedlichen Wahlen für die Vizepräsidenten und was da alles abgegangen ist. Und da nebenbei, ja, das kommt sicherlich, da müssen wir definitiv drüber reden, aber was daneben alles für große Themen gesprochen haben und wo ich auch denke, dass es heute
wirklich wichtig war, bei einigen Themen dann auch nochmal tiefer inhaltlich reinzugehen und auch nochmal zu schauen, wie sollten wir uns eigentlich dazu stellen, wie sollten wir das eigentlich analysieren. Aber schön, dass ihr dabei wart heute in diesem doch recht gut besuchten Stream und uns erwartet eine neue spannende Übertagewoche. Oh, ja. Haben wir wieder Mittwoch Livestream, wie immer ab 20 Uhr und dann am Sonntag erwartet euch eine richtig, richtig tolle neue Übertagefolge. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, die ist richtig Bombe geworden, da bin ich sehr von überzeugt. Und ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns überall, unterstützt uns und ja, wir bleiben dran, ihr bestimmt auch und in dem Sinne Glück auf und eine gute Woche euch.